Tada, da sind wir fast pünktlich. Ah, toll. Ich habe auch, wie ihr da draußen sehen könnt, diesmal Namen überall drüber geschrieben. Trotzdem lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, das einmal laut vorzulesen. Auf dieser Seite ist das Hoaxilla-Team mit Alexa und Alexander Waschkau. Hallo. Hier ist der Martin Moder. Servus. Servus. Da ist die Lydia Benecke. Hallo. Und da drüben der Bernd Harder jetzt mit neuem Mikrofon. Hallo. Ah! Ja! Wow! Heute kann ich euch endlich mal alle niederbrüllen. Die erste Frage, die auch schon kommt, ist: War Bernd beim Friseur? Nach langem Zögern, weil ich hatte ernsthaft erwogen, es einfach mal wachsen zu lassen bis in alle Ewigkeit und dann. Aber mittlerweile war ich tatsächlich, ja. Okay. Das ist ein bisschen schade, dass du eingeknickt bist, ehrlich gesagt. Aber ich finde, Genau. Ja. Haben wir sonst noch irgendwelche... Ich habe wieder den Konventionen nachgegeben, ja. Unfassbar. Haben wir sonst noch irgendwelche, irgendwelches Fan-Geplänkel, was wir vorher noch weg organisieren müssen? Möchte noch jemand von euch irgendwas erzählen, was er an sich verbessert hat? Während der Zeit. Alexander, du warst auch beim Friseur, habe ich gehört. Ich war auch beim Friseur, das ist keine Sehr Verbesserung, aber eine Notwendigkeit. Martin Moder und Lydia, brillant wie immer, ein Sonnenschein. Und bei mir hat sich auch nichts geändert, ich habe sogar das gleiche Hemd an, also insofern. Du hast nur eins, oder? Ich habe zwei. Ich hab und von, die Weste. Richtig, aber ich habe von diesem Hemd drei, tatsächlich. Ich habe von dem Hemd drei, ich habe von den roten T-Shirts oder diesen weinroten T-Shirts acht. Ich mag einfach tatsächlich gerne immer die gleichen Sachen anhaben. Ich weiß nicht, wo. Schließt es auch? Lässt es auf irgendwas schließen, Psychologe? Das machen wir, das mal ein anderes Mal. Das machen Lydia und ich dann mal in der eigenen Sendung. Die Psychologie von Tommy Freifeis. Nein, bitte. Lass mal. So, jetzt vergeht uns gleich das Lachen, weil das ist ja nun wirklich nicht lustig. Heute geht's. Lass uns. Ja? Ganz kurz. Ach, stimmt. Ja, mach das. Wir wollten hier ein bisschen einen Nachklapp machen. Also, richtig. Das kann am besten erklären, der Martin, aber uns hat das erreicht, so. Weil wir haben in einer der vorherigen Sendungen mal gesagt, und das war damals auch so der Stand der Dinge, dass die Blutgruppen jetzt nicht zwingend eine Auswirkung auf den Verlauf der Covid-19-Erkrankung hat. Und da hat sich inzwischen etwas getan, was den aktuellen Forschungsstand angeht. Martin, vielleicht kannst du es ein bisschen besser zusammenfassen als ich, weil du vom Fach bist. Einfach nur die Idee, dass es ja zwei Blutgruppentypen gibt, die einen Hinweis darauf haben, dass... Ja, ich habe es leider wieder vergessen. Die Blutgruppen haben einen Einfluss. Mehr kann ich gerade nicht dazu sagen. Also sie haben einen Einfluss. Genau, also A, die Blutgruppen A und 0 scheinen, glaube ich, ein leicht erhöhtes Risiko zu tragen, einen schweren Verlauf zu bekommen. Mhm. Das ist aber im Moment noch im Rahmen der Statistik sozusagen zu sehen. Das heißt nicht, jeder, der Blutgruppe A oder Blutgruppe 0 hat, wird einen schweren Verlauf bekommen. Den Schluss darf man nicht ziehen, aber scheint wohl eine gewisse Häufung bei schweren Verläufen bei diesen beiden Blutgruppen zu geben. Das geht sogar auch in die genetischen Marker mit rein. Aber man ist jetzt beim aktuellen Forschungsstand noch nicht so weit, dass man weiß, ist das ein maximaler Risikofaktor oder welche anderen Faktoren spielen noch mit rein. Aber wir lernen eben zunehmend dazu, was die Covid-19-Erkrankung angeht. Und deswegen haben wir mal gesagt, das hat keinen Einfluss und es scheint einen leichten Einfluss zu haben. Mal gucken, was wir in 3 Monaten, wenn wir hier immer noch sitzen, zu dem Thema erzählen. Genau, und damit wir das auch nochmal gesagt haben, das ist das, was die Wissenschaft, so wie ich das verstanden habe, eben von Bullshit unterscheidet und von Meinung. Dass sich das nämlich ändern kann. Wenn sich da eine Erkenntnis ändert, dann ändert sich auch, die Haltung dazu, weil es dann einen neuen Fakt gibt. Genau. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich muss noch ganz kurz ein bisschen Bilder zurechtschneiden, damit wir hier anständig aussehen. So, also, unsere heutige Fachschaft führt ja diesmal eigentlich oder ganz uneigentlich die liebe Lydia an. Weil und dann direkt dicht gefolgt in grobem Harnisch von Bernd Harder, weil ihr euch ja schon ganz schön lange mit diesem Thema beschäftigt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich mit der sogenannten Satanic Panic. Und jetzt ist die Frage an euch beide, wer von euch schafft es, das so kurz und knapp zusammenzufassen, dass nicht nur ich, sondern auch die Leute, die zuschauen, das verstehen? Wer möchte? Also Bernd ist da besser und Bernd ist sogar noch länger im Thema als ich. Tatsächlich. Oh, ja, tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen. Bernd, ich bin, eigentlich ist mir egal. Aber erzähl mal.
Naja, es geht eigentlich darum, dass es seit vielen Jahrzehnten, also mindestens 80er, 90er Jahre, die Behauptung gibt, dass es eben große weltweite Netzwerke von Satanisten, von Satansekten gibt, die schwerste Straftaten verüben, also vor allem im Bereich Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch. Und das ist aber nicht aufzudecken, weil diese Verschwörung so perfekt ist, dass da niemand jemals ausgepackt hat. Es gibt keine Beweise, keine Gerichtsverhandlungen, gar nichts. Und diese Beweise, die kommen nur in sogenannten Traumatherapien, werden die plötzlich ans Tageslicht befördert. Das heißt, Personen gehen wegen seelischer Missbefindlichkeiten zu einer Therapeutin, zu einem sehr speziellen Kreis von Therapeuten. Und wenn sie Pech haben, wird dort versucht, quasi verdeckte Erinnerungen an diesen Missbrauch über einen längeren Zeitraum herauszukitzeln. Und dann entstehen solche Geschichten über Missbrauch, über unvorstellbare Straftaten, über Ritualmissbrauch, über Netzwerke, generationenübergreifend und so weiter und so fort. Und da gibt es eben eine erbitterte Auseinandersetzung darüber, ob man das ernst nehmen muss, also ob diese Geschichten genauso stimmen. Also diese Therapeuten und auch viele Betroffene fordern eben absolute Glaubwürdigkeit dafür. Also man darf das nicht kritisieren, nicht hinterfragen. Und dann gibt es eben die andere Fraktion, wie Lydia und ich und viele andere, die sagen, ja, genauso wie diese Sendung ja heißt, das Leiden dieser Betroffenen ist echt. Natürlich haben die irgendetwas Schlimmes erlebt. Nur was wir bezweifeln, ist eben diese Deutung. Die Deutung, dass da ein Jahre- oder jahrzehntelanger sexueller Missbrauch durch einen organisierten Satanskult dahinter steht. Also dieser Nebensatz scheint wohl das Relevante zu sein, denn dass es Missbrauch gibt, das ist ja völlig fraglos. Eben ja? Genau, vielleicht kann man das sogar noch dahingehend ausweiten, dass wir also nochmal festhalten, dass wir sicher wissen, dass es leider organisiertes Verbrechen im Bereich von Kinderpornografie und Pädophilie gibt. Haben wir ja jetzt auch gerade wieder gesehen mit dem Fall in Münster, der aufgedeckt worden ist. Und das heißt aber nicht, dass es diesen ja quasi ideologisch geprägten, mit satanischem Hintergrund und ritualistisch ausgestatteten Missbrauch gibt, den eben vor allem in der Größenordnung. Weil ja, es weltweit, gibt halt, ne? Genau, es ist halt so, tatsächlich gibt es ja Beispiele für Einzeltäter oder auch kleine Gruppen von 2-3 Personen, die zum Beispiel auch in den Schlagzeilen gelandet sind mit zum Beispiel Satansmord oder ähnlichem. Und es gibt auch in Großbritannien eine Untersuchung, als das Thema da sehr aktuell war, in der tatsächlich ein paar Fälle gefunden wurden, wo allerdings Täter die Satanic Panic, also die Massenangst vor diesem Phänomen, genutzt haben, um Kinder zu manipulieren. Sie wurden aber aufgedeckt als Fakes. Also sie haben sich sozusagen die Angst vor den Satanisten zunutze gemacht, um dann damit die Kinder zu manipulieren. Aber es wurde niemals irgendwo ein großer Ring einer solchen organisierten rituellen Vereinigung, von der der Narrativ auch immer sagt, dass sie halt viele Mitglieder haben, dass sie zahlreiche Tötungsdelikte begehen, dass sie in elitäre Kreise vernetzt seien. So ein Ring wurde niemals irgendwo auf der Welt entdeckt, obwohl diese Geschichte halt schon seit Jahrzehnten kursiert. Und alle Prüfungen konnten niemals diese Existenz belegen. Ich würde gerne noch was ergänzen, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche. Weil ich vermute, dass im Chat irgendwann früher oder später heute Abend der Name Jeffrey Epstein auftauchen wird. Und das ist ein Fall, der wirklich nicht auch mit diesen Behauptungen und mit diesen angeblichen Fällen zu verwechseln ist. Also Jeffrey Epstein, der Milliardär, der tatsächlich sehr, sehr viele Kontakte in sehr, sehr erlauchte Kreise gepflegt hat. Wir alle haben das ja mitgekriegt mit Prince Andrew, Donald Trump nicht zu vergessen, eine Zeit lang mal Best Buddy von ihm und auch Bill Clinton. Also das sind tatsächlich große Namen, die sozusagen mit ihm verknüpft sind. Und er hat ja dann angeblich Suizid begangen in der Gefängniszelle kurz vor dem Verfahren, das tatsächlich wegen sozusagen ja Prostitution oder Menschenhandel und vor allen Dingen auch sexuellen Missbrauch von Minderjährigen stattfinden sollte. Also das waren Dinge, die wurden ihm zur Last gelegt. Es gibt auch sehr, sehr viele Hinweise darauf, aber er kann halt nicht mehr sozusagen dafür prozessiert werden. Okay, ich versuche das runterzubrechen. Niemand bezweifelt, dass es Kindesmissbrauch gibt und niemand bezweifelt, dass das auch
in bestimmten Versionen und Formen organisiert sein kann. Manchmal ist, manchmal nicht ist. Schrecklicherweise zu oft immer noch, gar keine Frage. Aber dieser Hintergrund, dieser ideologische Hintergrund, dieser Überbau des Satanismus, das hat sich bis auf Einzelfälle immer als falsch rausgestellt. Ist das richtig? Also als große organisierte Gruppe, davon sprechen wir, ja, genau. Okay. Das Narrativ spricht immer von großen, generationenübergreifenden Gruppierungen, die niemals belangt werden. Das ist die Geschichte. Und hier genau dieses hinterfragen wir. Hier schreibt gerade der Doc: Mir wurde im Psychologiestudium von einer Studentin Vater Unser in der Hölle empfohlen. Ist das ein Beispiel für Fake-Literatur? Oh ja. Und das ist ein Beispiel für genau dieses Narrativ. Ich habe natürlich die ganze Literatur hier. Ich glaube, ich habe die größte Satanic Panic Bücherei, die es wahrscheinlich gibt. Du hast die größte Bücherei über etwas, das es nicht gibt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sozusagen. Vielleicht, toll. Ich habe alles einfach in Originalquellen besorgt, denn es interessierte mich wirklich. Und wer vielleicht noch aus meiner Generation kommt, kennt sicher auch 4 Jahre Hölle und zurück. Mhm. Den Film. Wird bis heute angeblich in Religionsunterrichten genutzt, um vor den Gefahren von Satanismus für Jugendliche zu warnen. Und spezifisch bezogen auf dieses Buch gibt es eine sehr gute Seite. Wir sollten nachher mal eine Linkliste auch irgendwie veröffentlichen, wo dieses Buch speziell, aber ihr könnt einfach Wikipedia 4 Jahre Hölle und zurück nachlesen und dann den Quellen folgen. Aber nicht das Buch kaufen. Wirklich auseinander. Es wird, also ihr könnt zumindest in den Links im Wikipedia-Artikel nachlesen, was da alles fragwürdig dran ist. Okay. Und das hier ist halt auch aus der großen Serie viel Geschichte, aber das, was da beschrieben wird, ist in dieser Form halt auch hier, und das ist immer so bei diesen Geschichten, nie juristisch belegt worden. Und genau hier ist unser Kritikpunkt, dass genau bei diesen Geschichten es nicht ein einziges Verfahren gibt, das dies belegen würde. Krass ist, dass ich hier im Chat gerade, einen nach dem anderen, eine Person nach der anderen meldet sich, habe ich auch gelesen, in Religion haben wir das gelesen. Mhm. Martin Moder, ganz kurz, bevor du dran warst, du warst schon dran, weil du eine neue Frisur hast. Aber Martin, was sagt denn der Molekularbiologe jetzt zu Satanismus, den es nicht gibt? Sag nicht, es gibt keinen Satanismus. Den Satanismus, den es so nicht gibt. Den ich so habe ja sowieso keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache, aber ich finde es einfach mega interessant. Hättest du auch zuschauen können. Nein, es ist, du bist immer eine Augenweide. Du bist so für unsere Fans da. Ja, das sowieso. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich habe mit Satanismus gar nichts am Hut, außer dass ich in einer Metalband gespielt habe. Aber aha. Wurde dir auch unterstellt, dass du Satanist bist? Ja, natürlich. Ja. Von alten, entfernt Verwandten natürlich. Also ich würde mir sehr wünschen, Martin, dass du mich ein bisschen damit unterstützt, Dinge zu fragen, die mir vielleicht auch entgehen, weil ich muss gestehen, als ich ein bisschen, auch wirklich nur ein bisschen, in diesen englischen oder amerikanischen Wikipedia-Eintrag von dieser Gaudi reingelesen habe, hat mein Hirn sofort piep gemacht, angesichts dieser Fülle an Informationen und ehrlich gesagt auch dieser Fülle an Drama und dieser Fülle an, habe ich das hier verstanden, dass da Leute im Knast sind für etwas, was es gar nicht gibt? Und also, oh ja, in den USA, ja. Gottes Himmels Schreckens Willen, den es auch nicht gibt. Das ist ja der, also ja, wann begann denn dieser Unsinn? Ich würde noch einen Schritt zurück machen. Ja, genau, nochmal zu deiner Frisur bitte. Zu meiner Frisur, genau. Diese Sendung wird gesponsert von folgendem Friseur. Nein. Von Kreativ. Nein, was ich bei allem Spaß noch einmal ganz deutlich formulieren möchte, und das ist eine ganz steile These, die ich privat habe, vielleicht teilt die auch irgendwer, vielleicht gibt es auch wissenschaftliche Evidenz für, aber egal, damit erkläre ich mir die Welt. Hm? Was wir hier erleben ist, worüber man nachdenken muss, ist, wir haben es schon mehrfach gesagt, Missbrauch findet überall statt, findet überall in unserer Gesellschaft statt, mitten unter uns, neben uns, über uns, im Mietshaus, jeder Nachbar, da könnte es sein. Ich will keinen Generalverdacht äußern, aber es ist ein sehr, sehr häufiges Ereignis, was auftritt. Und was immer wieder sich herausstellt, ist die Fassungslosigkeit von Angehörigen, Betroffenen, in dem Fall, wenn es der Ehepartner zum Beispiel ist, die nicht verarbeiten können und nicht integrieren können, dass der eigene Vater, die Tochter oder die Mutter den Sohn missbraucht hat. Das kriegen die nicht hin. Und wir alle erinnern uns, dass immer gesagt wird, geh nicht mit einem Fremden mit und lass dir keine Süßigkeiten schenken. Wir wissen aber heute, das belegen die Kriminalstatistiken, dass die allermeisten Missbrauchsfälle aus dem direkten, ganz nahen familiären Umfeld passieren. Und ich habe ein Stück weit die These, dass auch die Idee des Satanismus
als Triebfeder für Missbrauch ein Stück weit daher kommt, dass das ein Erklärungsmodell ist, dass du wieder anfängst in Gut und Böse und was ist denn böse? Und wenn sowas Schreckliches passiert, ist es auch nachvollziehbar, dass Menschen sich Religion wieder zuwenden. Und dann gibt es plötzlich den Teufel und der Teufel ist schuld daran, dass sowas Schlimmes passiert, weil Gott kann es ja nicht zulassen. Und dann ist in diesem Satanismus plötzlich eine Erklärung da, was da passiert ist. Und dann kann es aber nicht ein Einzeltäter sein, das kann ja nicht einer, sondern dann wird dieses Netzwerk angefangen zu spinnen. Und ich halte das tatsächlich ein Stück weit auch für eine Bewältigungsstrategie einer Gesellschaft, die einfach nicht akzeptieren kann, dass sie so ist. Und dann muss es etwas anderes geben, eine andere Kraft, die dieses Böse in unsere Gesellschaft hineinbringt. Und diesen Punkt will ich einfach nochmal machen, nicht mal ein Erklärungsmodell, aber ich will nochmal deutlich machen, wir reden hier nicht von einzelnen Taten, die mal irgendwo passieren. Es ist jetzt mal aufgeflogen in Münster, aber wenn man anders ermitteln könnte und genauer hinschauen könnte, würde es überall in Deutschland ständig solche Fälle geben, die aufgeflogen werden. Das Problem damit ist ja, dass es nicht nur ein gesellschaftliches Erklärungsmodell ist, wie du richtigerweise sagst, sondern es ist ja auch für die Betroffenen und vor allem für diese Therapeuten ein Erklärungsmodell. Exakt. Es ist natürlich sehr viel einfacher, eine anonyme, böse Macht dafür verantwortlich zu machen, als sich einzugestehen, nee, das war der Papa, der schmutzige Onkel, der Opa oder sonst jemand aus dem unmittelbaren Familienumfeld. Also ja, in der Therapie selbst passiert unserer Überzeugung nach ja dieselbe Verdrängung. Man macht eben ein anonymes Netzwerk von wahnsinnig bösen Menschen für etwas verantwortlich, was man sich eigentlich nicht eingestehen will, dass es halt im Zimmer nebendran passiert ist. Genau. Wie ist denn das mit diesen Therapeuten? Also ich kenne mich da ja nicht aus, aber da gab es ja diese Gruppen von Therapeuten, so wie ich das verstanden habe, die den Leuten das so suggestiv irgendwie eingeredet haben. Das wurde in den USA so aufgearbeitet und tatsächlich hatte das dann auch Folgen für einige Therapeuten in den USA. Also die wurden dann auch belangt wegen eben fehlerhafter Methoden. Also McFarlane zum Beispiel. Es gab eine Therapeutin, was, ne? Kee McFarlane, die diese Geschichte mit den Puppen sozusagen etabliert hat. Zeig mir doch mal an der Puppe, wo der und der dich berührt hat oder dir wehgetan hat. Und die hat wohl tatsächlich auch sehr suggestiv und manipulativ gefragt. Ja, man muss vielleicht noch vorausschicken, also der Grund, warum diese Therapeuten überhaupt auf die Idee kommen, solche Techniken anzuwenden, wie Hypnose oder Rückführung oder warum die anfangen, so suggestiv zu fragen, ist das Konzept, dass es ihrer Überzeugung nach so etwas wie unterdrückte, verdrängte Erinnerungen gibt. Das setzen die voraus. Die setzen voraus, dass diese Patientin in die Therapie kommt, eigentlich sich an nichts erinnert, weil sie die Erinnerung an dieses Missbrauchsgeschehen verdrängt hat. Und die fühlen sich jetzt dazu berufen, diese angeblichen Erinnerungen mit suggestiven Methoden wieder hervorzuholen. Und dabei sind diese unglaublichen Narrativen von Sekten, von Satansgruppen entstanden. Aber dann müsste das doch so sein, dass das ähnlich wie bei den Alien-Entführungen so ist, dass die Leute eigentlich dann in diesen vermeintlichen Erinnerungen Sachen wiederkäuen, die sie eigentlich, keine Ahnung, aus Filmen, Büchern oder generell aus den Medien irgendwie kennen, was dann wieder dafür sorgen müsste, dass diese Geschichten sich je nach Jahrzehnt auch dann so ein bisschen aneinander angleichen oder... Ja. Weil die Grundstory tatsächlich ist immer eine ähnliche und deswegen verweise ich gerne auf den Film Rosemaries Baby, weil der viele Elemente aufweist, die immer wieder in genau diesen Geschichten vorkommen. Und danach gab es ja das Omen, die Omen-Trilogie, da geht es ja dann auch um einen elitären Satanszirkel, genau wie bei Rosemaries Baby. Es sind Eliten, die halt die Welt ins Unglück stürzen wollen, indem Satan an die Macht kommt. Und da geht es ja auch um rituelle Vergewaltigungen und Morde und dass das alles vertuscht wird wegen der guten Netzwerke in elitären Kreisen. Diese Grundthesen sind schon in diesen Filmen vorhanden und diese Filme waren damals, als sie herauskamen in den 60ern, 70ern, waren die allgemein bekannt. Also überhaupt lässt sich ja diese Satanic Panic, die wir heute wieder haben, ja im Grunde zurückverfolgen in die 80er Jahre in den USA. Wenn man guckt, es gab halt
eben diese Filme, die Lydia erwähnt hat. Es gab aber auch tatsächlich Leute, die behauptet haben, an satanistischen Ritualen beteiligt gewesen zu sein. Also wie den Mike Warnke zum Beispiel, die damit um die Häuser gezogen sind und gesagt haben, hier, ich war aber irgendwie bei solchen Ritualen dabei und war einmal sogar mit Charles Manson zusammen an so einem Ritual beteiligt. Hinterher hat man dann festgestellt, das konnte gar nicht sein, weil Charles Manson zu der Zeit im Gefängnis gesessen hat, wo er das angeblich gewesen sein soll. Also man hat da echt in den 80er Jahren in den USA so einen stilisierten Kampf christlicher Fundamentalisten gegen angebliche Satanisten und angebliche Missbrauchsopfer. Man hat ja auch den Kampf dieser radikalen Christen gegen solche Spiele wie Dungeons and Dragons, gegen Heavy Metal. Das habe ich übrigens auch in Deutschland hautnah mitgekriegt, weil ich tatsächlich in den 80er Jahren angefangen habe, Metal zu hören. Und ich musste mir wer weiß wie oft anhören, um Himmels Willen, Kind, geh nicht unter die Satanisten. Und was machst du da mit dem Pentagramm? Sprich, Der Wüterich da rechts oben grinst ja, so ganz komisch. Ja, genau. Also man hat da so... bei mir rechts, ach so, da so. Also man hat da tatsächlich so ein Umfeld, wo eben diese Narrative wieder aufblühen. Und dann kommt eben dieses Buch Michelle Remembers auf den Markt und da spricht dann sozusagen ein Opfer von seinen Erfahrungen und das tritt dann eben so richtig dieses ganze Narrativ los. Das ist wichtig zu erwähnen, wie das zustande gekommen ist. Ja, bitte. Das ist so hanebüchen, dass man es eigentlich gar nicht glauben möchte, weil der Lawrence Pastor, der Psychiater hier, der war Psychoanalytiker und kam gerade zurück von einer Reise aus Afrika, wo er als katholischer Missionar unterwegs war. Also da hätten wir den christlichen Background. Und er soll wohl auch Andenken von seiner Reise in seiner Praxis gehabt haben. Und dort hat er halt auch mit Traumdeutungen, Suggestion und Hypnose gearbeitet. Und dann kam die deutlich jüngere Michelle mit depressiven Symptomen zu ihm. Und im Laufe dieser Therapie, wo vielerlei Methoden verwendet wurden, die man aus heutiger Sicht definitiv wissenschaftlich fragwürdig findet, kamen immer mehr freie Assoziationen an irgendwelche Menschen mit Masken und komischen Kostümen, die halt seltsame Rituale durchführen. Die These ist, dass Pastors Stories und auch Andenken an seinen Trip in Afrika, wo er nämlich auch gerne mal berichtet hat, was sie da für merkwürdige religiöse Riten vollziehen, kombiniert mit dem allgemeinen Wissen der damaligen Zeit in den USA über Satans Sekten, was die Leute bereits durch den gerade genannten Mike, wie spricht Warnke. Man seinen Nachnamen richtig? Ja, ich weiß auch nicht. Warnke, also, ne? Mike Warnke? Könnt ihr auf jeden Fall in Wikipedia mal googeln. Der hatte 72 sein Buch rausgegeben. Vorher hatte ja auch die Church of Satan eine riesen PR-Aktion gestartet, die sicherlich auch deutlich zu diesem ganzen Narrativ beigetragen hat. Obwohl die selber sich natürlich immer von Straftaten distanziert haben. Aber dann hieß es ja, Satanisten lügen ja eh. Und das war dann so ein Totschlagargument auf jeden Fall. Hat dann wahrscheinlich Michelle durch die in ihrer sozialen Umgebung vorhandenen Informationen kombiniert mit der selektiven Interessenlage ihres Therapeuten für besonders düstere Szenarien unbewusst immer mehr Geschichten assoziiert, die sein besonderes Interesse weckten. Also daran kann man eigentlich wundervoll darstellen, wie eine Therapie nicht laufen sollte. Und am Ende haben die beiden geheiratet. Er hat seine Frau und seine drei Kinder verlassen und sie haben einen Bestseller veröffentlicht. Also man könnte sagen, alles an dieser Geschichte ist, wie man nicht als Therapeut vorgehen sollte. Ich wollte gerade sagen, lassen Sie mal ganz kurz nochmal eingehen auf Psychotherapie und die Besonderheit zwischen Therapeuten und Patienten. Und man glaubt ja immer, dass ein Psychotherapeut für jeden ein Patentrezept hat. Und dann geht man da einfach nur lange genug hin und spricht mit dem und dann geht es einem auch gut. Das ist ja häufig ein Vorurteil, was Menschen vor sich hertragen. Was aber dahinter steckt, ist natürlich gar nicht, dass der Therapeut arbeitet, sondern natürlich arbeitet die Patientin, der Patient. Darum geht es ja. Sondern du musst ja mit dir selber klarkommen, du musst dein eigenes Verhalten verändern, deine eigenen Emotionen regulieren, was auch immer gerade die vorliegende Erkrankung ist, die behandelt wird. Und ein großer Teil, ein immens großer Teil der Ausbildung von Psychotherapeuten fließt in die Richtung, dass der Therapeut nicht seine eigenen Ansichten, seine eigenen Ideen auf den Patienten überträgt. Das ist tatsächlich auch ein Begriff aus der Ausbildung. Also Übertragung muss vermieden werden. Das ist jetzt bei dem Thema Satanismus so ein bisschen, ja, aber die glauben noch nicht alle dran. Das stellen wir mal kurz an die Seite, die Traumatherapeuten, um die es ja auch gehen wird heute, zwangsläufig. Sondern wir stellen uns mal vor, dass du als Therapeut selber eine total beschissene Scheidung hinter dir hast. Oder Therapeutin, ist ja wurscht. Also total den Ehestreit.
Und jetzt kommt eine Patientin, Patient zu dir, der auch gerade in Scheidung liegt und du erkennst dich selber in dem Patienten wieder. Und dann musst du höllisch aufpassen, dass du nicht nochmal deine eigene Scheidung auf den Patienten transportierst, sondern der hat eine ganz andere Lebenssituation. Da ist alles anders, das ist nicht so wie bei dir. Und das ist die Kunst eines guten Therapeuten, da zu trennen und zu sagen, ich schalte mich jetzt aus, und das ist extrem schwierig, und gehe auf den Patienten ein. Das, was der Patient in seinem Leben erreichen möchte, kann auch diametral unterschiedlich von dem sein, was ich als Therapeut für ihn gut finde. Der Patient gibt mir einen Auftrag. So. Okay. Das heißt im Endeffekt, also sagen wir mal so, wenn irgendwie ein Kumpel zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt gerade das und das Problem mit meiner Beziehung, dann ist natürlich mein, auch aufgrund meiner umfassenden Ignoranz gegenüber allen anderen Menschen, natürlich, dass ich immer sage, ja, also bei mir weiß ich schon, was da los ist. Bei mir war das auch mal. Und erzähle ihm dann erstmal lang und breit von dem, wie es bei mir war, und übertrage das eigentlich eins zu eins auf seine Situation und sagt, ja, da musst du einfach mal, ich glaube, mach einfach Schluss, das wird nichts mehr. Und weißt du, und dann diese tollen Ratschläge, die man als Freund so gibt, natürlich basierend aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Und du sagst jetzt, dass, oder ihr sagt, nehme ich jetzt mal an, alle übereinstimmend, dass ein Therapeut genau exakt das überhaupt gar nicht tun sollte. Er sollte also, woher nimmt er es dann? Aus einer möglichst neutralen Betrachtung und seinem... Tatsächlich definiert der Patient definiert ja auch das Ziel. Also typischerweise klärst du mit dem Patienten ab, was möchte ich denn erreichen? Und das kann ja auch sein, dass der Patient, um glücklicher mit seinem Leben zu sein, jetzt nicht alles neu erfinden möchte, aber der möchte ein Zwischenziel erstmal in seinem Leben erreichen und dann arbeitest du darauf hin. Und das ist, ich habe 3 Monate immer in der Therapie gearbeitet während des Studiums, während meines Schwerpunktes. Das ist jetzt nicht die maximale Erfahrung, aber ich habe auch Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, das kann ja jetzt nicht der Ernst des Patienten oder der Patientin sein, aber das war das, was sie jetzt gerade in dem Moment erarbeiten wollten. Dann machst du das mit dem Patienten, weil nicht du gibst vor, was gut ist, sondern der Patient entscheidet, was gut für ihn ist. Und ich habe jetzt verstanden zu haben, dass das, was da jetzt bei dieser anderen Art von Therapeuten in Anführungsstrichen schiefläuft, ist, dass sie ihr Narrativ den Leuten, was machen die da? Einreden, hypnotisieren, bequatschen? Das Dumme ist ja, sowas passiert ja subtil. Zum Beispiel, dass ein gewisses Interesse beim Therapeuten besteht und er möglicherweise unbewusst interessierter auf bestimmte Aussagen reagiert als auf andere. Weil das kann man bei Michelle Remembers eigentlich sehr gut so rekonstruieren, dass die Michelle unbewusst mitbekommen hat, worauf der Pastor, in den sie ja ab einem gewissen Punkt offensichtlich verliebt war, worauf der besonders intensiv mit Interesse und Zuwendung ansprach. Okay. Und das ist natürlich ein selbstverstärkender Prozess, bei dem beide sicherlich sich nicht im Klaren darüber waren, dass sie den gegenseitig verstärken. Interessanterweise hat aber der Pastor am Ende seines Lebens doch mal in einem Interview zugegeben, dass es eigentlich, hat er gesagt, egal ist, ob sie das erlebt hat oder ob sie nur glaubt, dass sie es erlebt hat. Was interessant ist, weil er die nächsten Jahre nach diesem Bestseller hier damit verbracht hat, durch die Welt zu reisen und überall, wo irgendwo eine tote Katze gefunden wurde, zu investigieren, ob da eine Satanssekte vielleicht versteckt ist, tatsächlich. Die er nicht gefunden hat. Also wer nachlesen will, wie sowas funktioniert, also wir haben selbst ein GBOP-Mitglied, die das exklusiv firsthand berichtet, wie sowas abläuft. Die ist nämlich selber in so eine Therapie reingeraten und hat das hautnah erlebt, wie diese Therapeutin versucht hat, sie in diese Richtung zu lenken. Diesen Erfahrungsbericht kann man nachlesen auf der Seite vom Sekteninfo NRW, ist auch heute jetzt im GWOP-Blog, also da sind die ganzen Verlinkungen drin. Da kann man detailliert nachlesen, wie diese Interaktion abgelaufen ist und wie diese Therapeutin versucht hat, da immer und immer wieder so mehrere Persönlichkeiten rauszukitzeln, unterdrückte Erinnerungen zu finden und wie das abläuft. Ganz kurz an den lieben MacDrock im Chat. Kannst du mal gucken, ob du da beim GWUP-Blog, ob du das findest oder hast du es da schon gefunden? Und der Titel ist Zersplitterung nach Therapie, heißt der Artikel von Bianca Liebrand. Okay. Bianca Liebrand ist von der Sekteninfo NRW. Okay. Also im Blog heißt der Artikel nicht so, das ist einfach unter der heutigen Ankündigung von dieser Sendung. Wir kommen gleich zu einer Frage im Chat. Vielleicht merkt ihr euch einfach mal, wenn die Faktenlage zu Satanic Panic so ausführlich und zugänglich ist, warum entstehen immer noch Machwerke wie dieser Beitrag von und so weiter
vor einigen Monaten. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Das finde ich super wichtig, weil ich mich das auch natürlich sofort gefragt habe. Aber da nochmal eine Sache vorhergesetzt, davor gedingst, und zwar, die ist mir wichtig, denn in Amerika ist das schon erledigt, habe ich das richtig verstanden? Ja. Das Thema. Aber in Deutschland nicht? Ich wabert aber gerade wieder hoch. Ich wollte gerade sagen, also so wirklich weg ist das nicht. Und das ist seit Donald Trump an die Macht gekommen ist und auch gerne mal wieder Verschwörungsmythen befördert, doch wieder deutlich im Kommen. Mhm. Insbesondere, weil er sehr auf der kirchlichen Schiene arbeitet. Also er scheint absurd, aber ein religiöser Fanatiker in vielen Bereichen zu sein. Und das er wird durch religiöse Fanatiker unterstützt. Okay. Also er selber... Ja, würde ich sagen. Danke, du hast recht. Martin, grätsch rein, gell? Bitte. Ja, mit all deiner biologischen, molekularen Kraft grätsch rein, sobald du einen Beitrag hast oder eine verstörende Frage. Kein Stress, sollte mir irgendwas einfallen, melde ich mich. Bernd, eine Frage an Bernd. Ja. Hast du zufällig im heutigen Blog auch von Andreas Hahn den Beitrag? Ja, die Links sind alle bei zum Weiterlesen. Perfekt, dann empfehle ich wirklich allen Leuten, das ganz in Ruhe mal durchzulesen, ebenso wie wer des Englischen mächtig ist, Satanic Ritual Abuse. Satanic Ritual Abuse in der Wikipedia, denn in der englischsprachigen, weil da wirklich super viele Informationen mit unendlich vielen Quellen sind. Ja, also dieser Wikipedia-Eintrag, der ist fast so lang wie einer deiner Facebook-Einträge. Der ist wirklich also nicht ganz, aber ja, genau. Weil jetzt gerade noch die Rede kam über Donald Trump und Religion. Also was wir auch ganz kurz erwähnen müssen, warum überhaupt satanistischer Ritualmissbrauch? Das hat natürlich was damit zu tun. Also es gibt ja diesen Begriff, der ja eigentlich gar nichts aussagt, also den man auch gar nicht braucht, weil die Straftaten, um die es geht, die haben ja alle Namen. Trotzdem braucht diese Szene diesen Begriff der rituellen Gewalt. Und das heißt natürlich, dass diese Gewalt in einem rituellen Rahmen stattfindet, also im Rahmen einer Glaubensvorstellung oder eines Glaubenskonstrukts. Und da lag natürlich der Rückgriff auf den Satanismus nahe, weil keiner weiß, was das eigentlich ist. Also die allermeisten Leute, wenn man die fragt, was ist denn ein Satanist, sagen die, das ist halt ein Teufelsanbeter und die feiern schwarze Messen und die bringen Leute um und kleine Kinder sowieso. Und das stimmt natürlich alles gar nicht. Also moderner Satanismus ist praktisch eine Philosophie. Also die glauben weder an Gott noch an den Teufel, die halten jede Form von Religion für Schwachsinn. Das ist eigentlich eine Philosophie, die jetzt mit irgendwelchen konkreten Göttern oder Wesen gar nichts zu tun haben. Das wissen die Leute aber nicht. Und das Satanismus ist halt eine perfekte Projektion, weil wenn es irgendwo Riten gibt, bei denen Leute umgebracht werden, dann können das natürlich nur Satanisten sein. Und in einem der größten, anerkanntesten, in Anführungszeichen, Fachbücher dieser Traumatherapeuten steht auch, ich habe es mir aufgeschrieben, rituelle Gewalt wird häufig im Kontext einer satanistischen Ideologie ausgeübt. Es gibt keine satanistische Ideologie und da wird auch keine Gewalt und kein Kindesmissbrauch ausgeübt. Das muss man vielleicht auch noch ganz klar sagen. Und an dieser Stelle, genau, weil es so viele Unterthesen gibt. Es gibt ja im Gwupp-Blog diesen wunderschönen, das Interview, ne, Bernd, wo es darum ging, dass Satanismus eben sehr unterschiedlich auch definiert wird und was es ist. Was sind und tun eigentlich Satanisten, heißt, glaube ich, der Beitrag. Den kann man im Gwupp-Blog finden. Ja. Fakt ist aber, es geht jetzt nicht darum zu sagen, irgendwie, ja, alle Satanisten sind super. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Uns interessiert nur, gibt es diese großen Gruppen, von denen seit Jahrzehnten behauptet wird, dass sie systematisch Kinder foltern und Menschen töten. Eine Frage an die, und dafür gibt es keine Belege. Das ist unser Punkt. Das ist der Punkt. Und eine Frage an die Volkskundlerin links außen in meinem Bild. vielleicht liege ich jetzt auch wieder total falsch, aber warum erinnert mich das jetzt alles schon wieder an den an Antisemitismus und Kinder, die irgendwie ausgesaugt werden und bla bla bla. Ist das Zufall? Ich vermute nicht. Ich ahne, worauf du da ganz subtil anspielen möchtest. Ja, war es aber ganz subtil. Nee, wir haben ja vor kurzem über die Geschichte von Verschwörungsmythen gesprochen in einem Special und haben da, und Lydia hat es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, in einem anderen Special, die Ritualmordlüge begegnet uns natürlich auch in diesem Zusammenhang wieder. Das heißt also, diese Unterstellung, diese Lüge, dieser Verschwörungsmythos, der schon aus dem 14. Jahrhundert belegt ist und sich da gegen die jüdischen Gemeinden richtet, dass sie eben christliche Kinder stehlen,
und ihr Blut dann zum Verjüngen oder zum Verjüngen, ja, entweder direkt zu sich nehmen oder eben als sozusagen Zutat für ihre Pessachmatzen hernehmen und all solche Dinge. Also das lässt sich quasi nicht kontinuierlich, das ist immer sehr, sehr schwierig, da Kontinuitäten herzustellen, aber dieses Narrativ da auf jeden Fall wiederfinden. Und jetzt natürlich, wenn im Zusammenhang mit diesen allerneuesten Gerüchten, die ja auch von QAnon verbreitet werden, wieder von dem, vom rituellen Missbrauch und von den Kinderblut trinkenden Eliten, die Rede ist, haben wir da natürlich ganz stark auch wieder die Anklänge an diese alte Geschichte. Die Variation. Ja. Was passiert eigentlich da so, wenn man, also wenn jetzt Leute das täten oder vielleicht im Einzelfall schrecklicherweise auch tun, Blut zu trinken? Mensch, Martin, das ist ja vielleicht was du beantworten kannst. Was passiert denn dann, wenn ich ganz viel Blut trinke? Dann wird es einem speil übel. Man kann nicht mehr Blut trinken als etwa ein Schnapsglas voll, dann wird es einem sofort kurz übel. Danke, Bernd. Man könnte eine Internet-Challenge daraus machen. Oh Gott. Nee, bitte nicht. Wenn er schon einen Beitrag macht, der Moder, dann so einen Schaß. Das darf nicht wahr sein. Kann man das Selber-Schaß. Ja, aber das ist Selber-Schaß. Was mich total enttäuscht hat, weil vorher darüber gesprochen worden ist, wie ich im Internet geschaut habe, was für Satanistenkulte es gibt, die es ja wirklich gibt, wie arg langweilig die alle sind. Das ist ja total fad. Was? Ja. Die machen ja gar nichts. Die sagen, ja, wir sind nicht religiös und vielmehr. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man eine Philosophie sich aufbauen will, die jetzt ganz konkret nicht religiös ist, warum man es nicht einfach dabei belässt. Nicht, dass ich mich damit irgendwie nur auskennen würde, aber ich hatte den Eindruck, dass dieser Titel des Satanismus in diesen ganzen Kulten einfach nur da ist, weil es cool klingt und weil es sonst ziemlich fad wäre. Kann das sein? Gesehen, da überhaupt nichts in Bezug auf Satan drin, außer dass du sagst, also die Frage habe ich allen Satanisten, die ich kenne, habe ich die Frage gestellt, warum sie diesen Begriff Satan überhaupt brauchen. Weil genau, das, den Eindruck hatte ich genau auch, dass die Beschäftigung, also warum braucht man überhaupt, warum nennen die sich Satanisten, wenn sie weder mit Gott noch mit dem Teufel irgendwas zu tun haben wollen? Man könnte das ja auch Anarchismus oder Egozentrismus oder irgendwas anderes nennen. Klingt aber deutlich weniger cool. Es klingt weniger cool, aber die Antworten von allen Beteiligten waren zwei Sachen. Sie benutzen den Begriff Satanismus, um sich explizit von Religion, insbesondere von der christlichen Religion, abzugrenzen. Aber sie beziehen sich ja darauf. Ja. Okay, ja, gut, nein, aber das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen, dass die das so sagen, aber es ist... Nein, sie beziehen sich eben nicht drauf, sondern im Gegenteil, sie sehen Satan als Archetyp. Und zwar, sie sagen, es gibt nicht nur im Christentum, sondern in jeder Religion gibt es eine Gestalt wie den Teufel, Luzifer, Satan, der sich gegen Gott oder die Götter auflehnt. Den kann man Prometheus nennen, den kann man Luzifer nennen, den kann man den Teufel nennen. Das ist für Satanisten ein Archetyp. Also diese Auflehnung gegen die herrschende Moral, gegen die Religion. Ja, das hatte der Wehr ja auch. Das ist ein durchgängiges Motiv im Satanismus und deshalb benutzen die diesen Begriff. Also und es ist natürlich medienwirksam. Der Church of Satan, der hatte ja ganz eindeutig was gegen die christlich-bürgerliche Doppelmoral. Also das ging ihm tierisch auf die Nerven und dann hat er halt gesagt so. Aber was ist denn die konkrete Ethik, die jetzt zum Beispiel verfolgen? Haben die ein Gegenmodell? Oder sagen sie einfach, das Arsch. Na, ist das einfach Atheismus im Endeffekt? Es wird hier schon mehrfach gefragt im Chat, sind dann Satanisten Atheisten? Nee. Weil eine Religion schlägt ja eine Ethik vor, eine bestimmte Ethik. Und die kann man jetzt Bilder finden und Fahrt. Schlägt irgendeine satanistische Gruppierung eine alternative Ethik vor oder sagen sie einfach, uns taugt es nicht, wie es ist? Nein, die Alternative ist einfach Selbstauslebung. Hedonismus, ich genieße mein Leben, ich lasse mich von keiner Religion, von keiner Moral einschränken und versuche mich zu vervollkommnen. Ich möchte ganz kurz, das kostet mich jetzt Tausende von Hörern, was ich jetzt sage, aber ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe alle Satanisten, die ich bisher erlebt habe, als sehr naiv empfunden und zeitgleich als sehr narzisstisch. Punkt. Wenn ich das Urarchetyp der Religion benutze,
um zu sagen, für mich existiert Religion nicht, dann ist das einfach nur sehr naiv. Und das ist der freundlichste Ausdruck, der mir einfällt. Und wir haben gerade 100 Zuschauer gleichzeitig, 666 Zuschauer verloren. Ganz toll. Bernd Harder, Bernd, ganz kurz, Bernd, die Lautstärke von deinem Mikro ein bisschen runterregeln bitte, falls die nicht auf Automatik ist, du zerrst ein bisschen. Also nicht du, sondern der Ton deines Mikros. Du zerrst natürlich nie. Also wir sollten uns trotzdem, wir müssen uns trotzdem von dem Thema ein bisschen lösen, glaube ich. Ich wollte noch einen letzten Satz ganz kurz noch sagen. Und natürlich hat Satanismus, um jetzt auch wieder mal nett zu sein, das ist wie alle, glaube ich, Gruppierungen, die sich in irgendeiner Art und Weise distanzieren wollen, suchst du natürlich auch etwas, mit dem du dich deutlich distanzieren kannst. Und das haben wir ich will jetzt nicht sagen, dass Satanismus eine Jugendbewegung ist, das wäre viel zu kurz gesprungen, aber du hast ja immer Gruppierungen, die sich abgrenzen wollen. Das ist auch urpsychisch, das ist Sozialpsychologie anders sein als die anderen. Und du kannst natürlich in dem Moment, wo du sagst, ich bin Satanist, das löst eine Emotion im Gegenüber aus. Egal, ob der religiös ist, ob der nicht religiös ist, damit löst du was aus. Und das ist auch etwas, womit gerne gespielt wird. Und das ist, was Satanisten am allermeisten ärgert, ist, wenn man darauf reagiert und sagt, ah ja, okay, ich bin Atheist, okay, trinken wir ein Bier oder gehen wir? Weil eigentlich wollen sie dann über das Thema auch sprechen und wollen über ihre Philosophie reden. Und das sind keine dummen Menschen, das will ich gar nicht sagen oder so, sondern das sind Menschen, die machen sich viele Gedanken, wie die Welt funktioniert oder wie sie eben nicht funktioniert. Aber mich nervt es immer ein wenig abzusagen, nein, das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun. Deswegen nehmen wir aber den Archetyp, der durch alle Religionen geht, um zu zeigen, dass wir gar keine Religion. Das funktioniert leider nicht. Also das war ja auch ursprünglich bei LaVey durchaus bewusst in den 60ern, wo gerade ja die ganzen Werte hinterfragt wurden. LaVey ist Hippie-Bewegung und so muss. Achso, das ist der Gründer, Der Church of Satan in den 60ern. Es gibt einen Gründer. Und der hat 1966 die Church gegründet. Und wann das auch sonst? Wichtig. Ja, natürlich, weil er sich dachte, super Timing, so, ne, tolles Datum, aber der hat halt mitbekommen, dass im Zuge der Hippie-Bewegung gerade alle konservativen Werte sozusagen hinterfragt werden von der Jugend. Und damit war jetzt natürlich dieser Archetyp des Satanismus als Gegenkonstrukt, als auch Provokation der Jugend gegenüber ihren christlich-konservativen Eltern, das war natürlich sehr viel eindrucksvoller als nur Hippies mit Flower Power. Also er wollte auch provozieren und hat halt die Leute, die besonders ihre konservative Elterngeneration provozieren wollte, die Leute hat er dann natürlich besonders angesprochen. Das war also schon auch eine bewusste Provokation. Deswegen lache ich auch immer über sein Kostümchen. Er hat sich so ein komisches, billiges Satanskostüm gekauft, wo ich jedes Mal sage, wie kann irgendjemand den Typen ernst nehmen? Die Fotos sind so lächerlich. Aber das war halt ein Hardcore-Narzisst, der einfach mega ernst geguckt hat, obwohl er vollkommen albern aussah und seine Show durchgezogen hat. Es war eine Show. Martin, also, siehst du gerade ein Foto oder was? Nein, aber ich denke mal gerade, also das war mir so nicht bewusst. Das heißt ja in Wirklichkeit, dass, obwohl es wie so ein Gegensatz klingt, die frühen Satanisten wollten einfach wie die Hippies sein, aber noch viel ärger als krasser. Hippies. Noch viel krasser. Genau. Krasser, narzisstischer. Die krassen Hippies. Genau. Ich bin Satanist, Mann. Ich bin so der krasse Hippie. Ich bin so ein krasser Hippie. Warum sind Sie Satanist geworden? Ja, ich möchte einfach ein krasser Hippie sein. Das war mir nicht krass. Okay, gut. Ich lasse das einfach mal so wirken kurz. Soll ich nochmal zurück zum Thema gehen? Weil ich finde. Ach, du gerade, ja? Der du gerade erst uns komplett derailed hast, möchtest jetzt mal so ganz scheinheilig zurück zum Thema kommen. Ich wollte was Gutes tun. Weil ich wollte, das kann Lydia dann gerne nochmal dissoziative Persönlichkeitsstörung, da kennt sich Lydia besser aus als ich. Identitätsstörung. Identität, siehst du das? Geht schon los. Ja. Aber was ich kurz sagen wollte, ist nochmal, jetzt kann man ja sagen, das ist doch auch Bullshit. Also warum sind denn Patienten so empfänglich für Suggestionen? Was haben denn Therapeuten für eine Macht? Lasst uns sofort jegliche Psychotherapie beenden. Das geht ja gar nicht. Das ist ja wilder Missbrauch, der da stattfinden kann. Ich will nur ein Beispiel mal beschreiben, auch wieder aus der Zeit, in der ich in Psychotherapie gewesen bin, und zwar als Co-Therapeut. Heiliges Leben. Co-Therapeut? Da gab es, so nannte sich das, wenn du als Psychologiestudent in eine Klinik gegangen bist, dann warst du natürlich kein Therapeut, sondern wir durften uns Co-Therapeut nennen. Und, waren Chor. Oh Gott, ich habe Kur-Therapeut und habe gedacht, du wandelst da durch so Säulenhallen und ab und zu wird Salzwasser getrunken. Und so. Wie geht es Ihnen heute? Okay, alles genau. Klar. Danke, also, das war, jetzt geht es mir deutlich besser. Weiter. So. Okay. Und da war eine Patientin, die sich in Therapie befand, und dann hat die leitende Psychologin des Teams dann irgendwann in einer Teamsitzung gesagt, dass ein Durchbruch in der Therapie stattgefunden hat. Das war ein sehr ernstes Gespräch, weil ein Missbrauch tatsächlich wieder zutage getreten ist, ein verdrängter Missbrauch. Und
Jetzt denkt man sich, wie kann denn ein Missbrauch verdrängt werden? Das war tatsächlich in dem Fall so und das scheint durchaus häufiger so zu sein, dass der komplett verdrängt wird, so ein Missbrauch, weil man es nicht ertragen kann und der Körper, das Gehirn, die Psyche hat unter gewissen Voraussetzungen die Option, das auszublenden und dann hat das nicht mehr stattgefunden. Das kommt mit einem Preis, das manifestiert sich dann meist durch andere psychische Probleme, die man hat oder sogar körperliche Probleme. Und hier war es jetzt so, dass die Patientin selber in dem Fall essgestört war. Das war der Grund, warum sie in der Klinik eigentlich war. Und die hat dann in Therapiesitzungen immer beschrieben, dass sie bei einem Freund, wenn sie den besucht hat, im Wohnzimmer der Eltern es ihr körperlich immer ganz schlecht gegangen ist. Und das konnte sie niemals beschreiben, warum das so ist. Und im Rahmen der Therapie ist dann irgendwann zutage getreten, und deswegen ist das so spannend, dass da ist nichts passiert in dem Wohnzimmer der Eltern des Freundes, aber die Tapete, die da an der Wand war, war die gleiche Tapete, die der Onkel in dem Zimmer an der Wand hatte, in dem er die missbraucht hat. Das heißt, die hat so lange das verdrängt, aber diese Tapete hat immer wieder dran gezerrt an dieser Erinnerung. Also die hat die Erinnerung getriggert, an die sie sich nicht mehr erinnert. Und die aber nicht kam. Und das ist aber in dieser Therapie erarbeitet worden. Und der Durchbruch in dem Sinne, das ist jetzt nicht super toll und alle schreien Hurra, aber in dem Moment war ja klar, dass unter den anderen psychischen Störungen oder ganz oben liegend die Essstörung, die da vorlag, am Ende auch ein Missbrauch stattgefunden hat. Ein traumatisierendes Erlebnis, was lange Auswirkungen aus der Kindheit bis in das Erwachsenenalter, in das frühe Erwachsenenalter hatte. Und ich will mit diesem Beispiel nur deutlich machen, wie auch eine Psyche arbeiten kann. Jetzt kann Lydia gleich übernehmen, nämlich diese Idee, Bernd hat es schon einmal angerissen, die Therapeuten haben, die kapseln alles ab und dann haben die am Ende nicht nur eine Persönlichkeit, sondern mehrere Persönlichkeiten. Das ist jetzt das, wo diese Traumatherapeuten anfangen zu arbeiten. Wobei tatsächlich der erste Punkt schon der ist, dass eben die Erinnerungsforschung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, dass das große Problem ist, dass man echte Erinnerungen, die so, wie du das gerade beschrieben hast, ausgelöst werden können, mit keiner einzigen sicheren Methode derzeit von Fehlerinnerungen unterscheiden kann. Und es wurde auch ganz klar nachgewiesen, wie leicht es ist, auch bei völlig untraumatisierten Menschen, deutliche Fehlerinnerungen mit Bildern, mit Gefühlen auszulösen, was eventuell bei bestimmten Persönlichkeiten sogar noch einfacher sein könnte als bei anderen. Aber in jedem Fall ist das eigentlich ein normalpsychologisches Phänomen, dass jeder von uns, ohne es zu wissen, wenn er sich an etwas erinnert, immer wieder so ein bisschen was umbaut. Und das Phänomen zum Beispiel, dass man, wenn man älter ist, oft an seine Kindheit denkt und denkt, es war alles fantastisch. Auch das ist ein Erinnerungsphänomen, weil Menschen dazu neigen, unangenehme Sachen eher zu vergessen. Und deswegen aus der Perspektive eines alten Menschen ist deine Kindheit fantastisch häufig, wenn halt nicht was sehr Traumatisierendes passiert ist, weil halt viele Sachen, die vielleicht gar nicht so toll waren, mit der Zeit sich verabschiedet haben aus deiner Erinnerung. Das heißt, wenn ich älter werde, je älter ich werde, desto schöner finde ich die Campingurlaube, die ich mit meiner Familie damals durchlitten habe. Irgendwann. Tendenziell scheint es solche Mechanismen zu geben. Gut, aber da ist ja noch viel Man sollte Luft es dann. Nicht überbewerten, aber es gibt solche Tendenzen. Okay, aber es gibt im Moment ein aktuelles Heft, wieder Schleichwerbung. Ich weiß gar nicht, Bernd, hast du das auch verlinkt? Könnt ihr das lesen? Oh, es ist wunderschön. Ja, wer hat die Grafik gemacht? Das ist von der EZW, ne? Also Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Das ist gerade herausgebracht von Kai Funk-Schmidt, False Memory, in der Therapie wiedergefundene Erinnerung. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Gerade jetzt weiß ich, wenn ihr was hochhaltet, weiß ich nie. Achso, das stimmt. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das ist nämlich tatsächlich mal ein Versuch, sich da mal ganz sachlich mit verschiedensten Quellen und Autoren dieser Erinnerungsverzerrungsforschung zu widmen. Man muss direkt dazu sagen, dass es automatisch gleich heißt, ja, aber False Memory-Syndrom ist ja auch gar keine anerkannte Störung. Dann sage ich, ja, stimmt, aber es soll ja auch gar keine psychische Krankheit sein, sondern es beschreibt im Prinzip ein Erinnerungsphänomen. Dann sage ich, es gibt ja auch Sinnestäuschungen, die jeder von uns schon mal erlebt hat, aber das ist ja nicht gleich als Störung irgendwo diagnostiziert, sondern es ist eine Besonderheit der Wahrnehmung, zum Beispiel, wenn wir bestimmte Bilder sehen und dann in diesen Bildern was sehen, was gar nicht da ist. Und so ist bei Erinnerungsverfälschungen, die sind nicht pathologisch, denen unterliegen wir alle, aber es gibt halt Techniken, mit denen diese ganz besonders stark aufgebaut werden können und das Ausmaß dieses normalen Phänomens, wenn das dann durch bestimmte Techniken vergrößert wird, dann kann das dazu führen, dass du eben eine sehr, sehr verzerrte Vorstellung deiner Vergangenheit hast. Und da ist die Gefahr.
Aber was sagt das denn über Zeugenaussagen in Kriminalfällen dann aus? Nichts Gutes. Du okay. kannst Zeugenaussagen vergessen, komplett im Grunde genommen. Oh, jetzt wollen wir dann nicht mal hier mein ganzes Fernseherlebnis der letzten 44 Jahre. Es gibt schon Fälle, wo es was bringt, je nachdem, aber es gibt eine große Forschung dazu, wie leicht man Zeugenaussagen verfälschen kann. Eine der bekanntesten Sachen ist zum Beispiel, wenn du Leuten ein Video zeigst, wo ein Auto gegen ein anderes Auto fährt und die eine Gruppe befragst du, wie schnell ist denn dieses Auto in das andere hineingefahren? Und die zweite Gruppe fragst du ja, wie schnell ist denn das eine Auto in das andere hineingerast? Dann werden die, bei denen du hineingerast fragst, eine höhere Geschwindigkeit beschreiben, als die, bei denen du hineingefahren benutzt hast. Also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, das aber schon zeigt, wie unfassbar leicht man Erinnerungen verändern kann, was für uns halt im normalen Alltag aber keine große Rolle spielt. Aber es gibt halt auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwelche Leute von früher trefft und man auch sehr unterschiedliche Erinnerungen an dieselbe Party hat. Definitiv. Ja, keine meistens. Nein, der Witz ist ja, wenn ich habe 25 Jahre, ist mein Abi her, und wenn ich einen Schulfreund treffe, und das wissen wir ja beide, also du erzählst ja immer die Geschichten von früher, dann hast du mal als 16-Jähriger zwei Bier getrunken, warst hackenstramm. Und jedes Jahr, was vergeht und du triffst dich wieder, wird das mindestens ein halbes Bier mehr. Und irgendwann sind wir jetzt wahrscheinlich schon bei zwei Kisten Bier, die wir mit 16 unterm Baum getrunken haben. Und das passiert einfach. Und der andere widerspricht dem anderen nicht, weil die Geschichte wird ein bisschen besser. Und wie Lydia sagt, das hat ja keine Auswirkungen, sondern man steigert sich da rein und die Erinnerung wird ein bisschen verklärt. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Genau. Und deswegen ist das keine Störung, ein False Memory. Und vielleicht noch der Satz, der mir ganz wichtig ist, das steckt implizit in dem, was Lydia gesagt hat, aber das müssen wir nochmal explizit formulieren. Viele Menschen glauben, Gedächtnis funktioniert wie eine Festplatte. Wir speichern was ab im Gehirn und dann liegt das da und dann entweder vergessen wir das, dann können wir da nicht mehr dran. Aber wenn wir uns daran erinnern, dann ist das immer gleich. Das sind immer die gleichen Nullen und Einsen, die wir aus dem Gehirn abrufen. Und das ist belegt. Das ist Fakt. Und genauso ist es eben nicht, sondern Erinnerung ist einem ständigen Veränderungsprozess unterzogen. Also wenn wir erinnern, machen wir was mit Erinnerung. Da gibt es ganz, ganz viele Studien zu. Das ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Und das ist vollkommen unkritisch, weil das grobe Gerüst der Erfahrung, der Lebenserfahrung, die du gemacht hast, bleibt gleich. Aber du wirst immer anfangen, und da ist der Zeitfaktor, den Julia auch schon gerade genannt hat, je länger eine Erinnerung zurückliegt, desto mehr fängst du an, das anzupassen. Und wir alle lachen immer drüber, wenn die Elterngeneration oder die Großeltern zu 48 Kilometer durch den Schnee, ohne Schuhe, bergauf, eine Richtung zur Schule. Mhm. Und wenn man dann mal nachfragt oder nachforscht, dann waren es halt nicht so viele Kilometer, aber das ist genau wie die Kisten Bier, die ich gerade beschrieben habe. Die gestreckte Distanz ist halt mit jedem Jahr, das verstrichen ist dann auch länger geworden, aber es hat ja keine Auswirkung. Also man schmunzelt drüber. Und es hat eine Auswirkung in unserem Kontext, an dem wir heute sind. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Es gibt, wenn ihr mal bei Google eingibt, Elisabeth Loftus, Elisabeth mit Z, die Fiktion der Erinnerung. Das ist ein TED-Talk, der ist auf Englisch, den gibt es aber auch mit deutschen Untertiteln. Diese Elisabeth Loftus hat sehr viel in diesem Bereich geforscht. Und es gibt natürlich auch sehr viele andere Forscher und Forschergruppen, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigen. Das ist auch wichtig zu sagen, weil sehr oft gesagt wird, unter anderem auch von gewissen Traumatherapeuten, es gibt ja die False Memory Lobby, die unterstellen, dass internationale Forschung seit Jahrzehnten im Bereich Gedächtnis gleichgeschaltet wäre. Das funktioniert nicht, wenn man weiß, wie Forschung funktioniert. Aber das wird halt immer noch behauptet. Und Elisabeth Loftus war eine der ersten, die sehr intensiv in diesem Bereich geforscht haben. Da in diesem Video werden auch Beispiele genannt, wo halt fehlerhafte Zeugenaussagen auch sehr tragische Folgen hatten. Mhm. Und sie geht auch auf den Satanic Ritual Abuse ein, weil auch sie sich damit beschäftigt hat, dass eben besonders suggestive Therapiemethoden eine erhöhte Wahrscheinlichkeit liefern, dass auch solche Inhalte dann produziert werden. So, nicht nur gleichgeschaltet, also das geht ja so weit, dass behauptet wird, dass solche kritischen Organisationen wie False Memory Foundation, die es auch in Deutschland gibt, dass das Täterorganisationen seien. Ja. Also auch so Leute wie Lydia oder ich, wir sind ja alle Mittäter. Also wir stecken da alle mit drin und behaupten praktisch das Gegenteil, um davon abzulenken. Also ihr seid Teil dieser satanischen Verschwörung, genau. Genau, denn das, worauf ich vor 20 Minuten, glaube ich, ich hatte es fast vergessen, aber verstanden. Da ist es wieder.
in Amerika wurde es mehr oder weniger aufgedeckt. Das ist so verrückt. Wenn man jetzt Amerika sich anschaut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass in diesem völlig wahnsinnigen Land irgendetwas, was auf Fakten basiert, einmal eine positive, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber egal, das war mal so. Wie schön, schade, dass es nicht mehr so ist. Aber jetzt haben wir in Deutschland eine Situation, wo, wenn ich euch verstanden habe, ein überschaubarer Kreis aus immer den gleichen Leuten, wie dieser Impftyp mit seinem Film, darauf besteht, dass das stimmt und immer mehr Menschen, vielleicht nutze ich die falschen Worte, indoktriniert, ihnen Glauben zu schenken oder ihre falschen Erinnerungen versucht zu wecken, um das zu manifestieren, was sie als Meinung vertreten und sich nicht belehren lassen. Wir behaupten ja nicht, dass das jemand bewusst tut, so wie in böser Absicht. Mhm. Nö. Mhm. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass da überwiegend gute Absichten, ja, unterstelle ich jetzt mal, vorherrschen. Genau. War fehlgeleitet. Das Problem ihm, genau. Ja. Ah, okay. Also, das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass, wie heißt der Impftyp? Wakefield, ja? Andrew. Ja, wir gehen nicht davon aus, dass bei dem war es so, der hat eine Studie rausgegeben, die war Bullshit und seitdem versucht er, das ist mein Eindruck, zu retten. Seinen Ruf zu retten. Seinen Ruf zu retten und macht alles nur schlimmer und Menschen sterben dank seines Feldzugs. Mhm. Das heißt, dass diese Menschen, von denen wir jetzt sprechen, sind Menschen, die überzeugt sind, sie helfen, indem sie diesen Menschen, den anderen Menschen, diese falschen Erinnerungen hochholen. Und das deswegen ist natürlich sind wir besonders ja auch so böse, ne? weil wir halt den Menschen nicht helfen wollen und ihnen nicht Glauben schenken, den Opfern. Das ist aber echt fies. Ja, True Believer schreibt jemand gerade. Das ist natürlich dramatisch, wenn jemand wirklich denkt, er ist hier allein auf weiter Flur, er oder sie, und hilft eigentlich doch Menschen gegen diese furchtbare Grausamkeit, die hier weltweit herrscht. Und dann kommen so Leute, die sich Skeptiker nennen oder Wissenschaftler, die dann eigentlich ja nach Meinung dieser Person helfen müssten und tun das Gegenteil. Du hast halt das Phänomen, also Bernd hat es schon gerade beschrieben, die Leute haben ja nur ein Konzept davon, was Satanisten sind. Also die Frage jetzt auch mal zu behaupten, dass diese besagten Therapeuten noch nie sich mal intensiv mit der Church of Satan beschäftigt haben, sich da mal eingelesen haben, sondern sie haben ein Konzept davon, was Satanisten tun. Das haben wir ja hier schon mehrfach erörtert, nämlich all diese schrecklichen Dinge. Und davon muss die Welt geschützt werden. Und das ist eigentlich das Perfide daran oder das Schlimme daran, dass sie eben meinen, die Welt vor was Gutem zu retten, aber sich inzwischen in so einer Abschottung befinden, dass sie gar nicht mehr bereit sind zu schauen, was ist eigentlich Satanismus. Und jeder, und das ist das Klassischste, was es in Verschwörungsmythen gibt, jeder, der Kritik äußert, jeder, der Zweifel hineinbringt und sagt, habt ihr euch diese Daten, habt ihr euch diese Fakten angeschaut, habt ihr euch das mal angeschaut, habt ihr euch mal angeschaut, was das FBI in den Vereinigten Staaten getan hat, eine zumindest in der Zeit der anerkanntesten Polizeiorganisationen weltweit. Das war schön sagt, damals, ne? So, Scully und Mulder, ich sag's nur. Mhm. Und was aber passiert, ist hier, dass dann gesagt wird, diesen Bestandteil der Verschwörung. Mhm. Und das ist das, da sagen wir Kritikimmunisierung. Du hast, du kriegst noch nicht mal einen Fingernagel rein, dass du einfach mal sagst, cool, überleg doch mal kurz, sondern du bist sofort Bestandteil des Systems. Das ist jetzt nicht, dass die sagen, wir lesen uns die Quellen von Frau Benecke mal durch, die sie epischer Breite immer mal wieder auch wo postet. Oder gucken bei dem Herrn Harder in den Blog rein. Der Fotos von sich postet. Unter anderem, aber auch andere gut aussehende Menschen wie dich, Tommy. Aber, aber der einfach auch zum Thema Satanismus, Satanic Panic geht auf den GWOP-Blog, da kriegst du so viel Material, das kriege ich nicht mehr gelesen innerhalb der nächsten 14 Tage, da muss ich Urlaub für nehmen. Und das ist alles international belegte wissenschaftliche Literatur, und das ist, hat Lydia gesagt, wir haben hier schon auch in unseren Sendungen immer wieder thematisiert, wie Wissenschaft funktioniert, auch der Diskurs innerhalb der Wissenschaft. Mhm. Und es ist eben nicht möglich, weltweit alle Erinnerungsforscher zu manipulieren. Es ist nicht möglich, weltweit alle Polizeiorganisationen, alle Richter, das muss ja alles. Ist das wirklich, ist das wirklich eine Behauptung, die Menschen, die hier in Deutschland als was arbeiten, die Psychologen, Therapeuten oder was arbeiten? Psychologische Psychotherapeuten, ja. Psychologische Psychotherapeuten. Mhm. Können wir dann noch ein drittes Psycho vielleicht reinkriegen? Das erklären wir dir demnächst, warum das so heißt. Psychologische Psychotherapeuten. Es gibt auch ärztliche Psychotherapeuten. Psychologische Psychotherapeuten sind Psychologen, die Psychotherapeut geworden sind, und ärztliche Psychotherapeuten, gern Psychiater genannt, haben Medizin studiert und sind dann Therapeut geworden. Aber das da sind jetzt psychologische Psychotherapeuten eigentlich. Ne? Weil die ja so ein bisschen Psycho sind.
Also irgendwie, ja, ich ahne auf was du hinaus willst. Ja, die glauben das tatsächlich. Also das Ding ist ja, Lydia hat ja eben gesagt, es gibt keine Möglichkeit, echte von falschen Erinnerungen zu unterscheiden. Deshalb sagen vernünftige Leute, wir brauchen eine polizeiliche, juristische, ermittlerische Begleitung. Das heißt, wir müssen untersuchen, aus der Außenperspektive, kann das stimmen, was diese Person erzählt? Und das wird von diesen, und das, die Frage haben wir im Blog, im Kommentarbereich erbittert drauf und runter diskutiert, weil es hat ja nicht nur diese Gedächtnisforschung, die psychologische Ebene, es hat ja auch eine ganz simple polizeiliche Ebene. Mhm. Es gab ja weltweite Ermittlungen. Wir haben auch hier in Deutschland, Lydia und ich waren da, wir sind zusammen nach Braunschweig gefahren, haben uns mit einem Hauptkommissar unterhalten, der in einem solchen Fall ermittelt hat. Lass mich raten, der hat nichts gefunden. Ja, der hat nicht nur nichts gefunden, hat eine bizarre Geschichte erzählt, dass diese Traumatherapeutin hat ihn angerufen, dass ihre Klientin jetzt in diesem Moment von den Satanisten entführt wird. Und er stand in diesem Moment vor der Tür von dieser Frau und hat sie observiert und hat gesagt, nö, ich stehe hier vor der Tür, da ist niemand. Die Therapeutin? Du redest das einfach so weg, wahrscheinlich, weil du es schon oft erzählt hast. Die Therapeutin ruft einen Kriminaldings da an. Die Therapeutin stand im Kontakt mit einem Kriminalkommissar, weil ihre Patientin angeblich von einem Satanskult in der Sekunde entführt, im Begriff ist, entführt zu werden, während der Typ vor der Tür stand und gesehen hat, da ist einfach nur eine Tür. Und dieser Polizist hat das gemacht, was alle Polizisten tun. Er hat diesen Fall zunächst mal ernst genommen und er hat diese Patientin observiert. Und in dem Moment, wie gesagt, als die Therapeutin ihn angerufen hat und gesagt hat, Hilfe, meine Klientin wird entführt, war er mitten in der Observation und hat vor der Tür gestanden und hat gesagt, nein, die sitzt vorm Fernseher, da ist nichts. Und was war das dann die Antwort? Ist die überliefert oder? Was war die Antwort? Nö, die hat dann einfach, keine Ahnung, die reagieren auf sowas überhaupt gar nicht. Also, es gibt auch wirklich tolle Selbstimmunisierungen, weil immer die Geschichte ist, dass diejenigen bereits als Baby in mehrere Persönlichkeiten gespalten und programmiert werden. Das wird angeblich, dann Mind Control Lydia, genannt. Angeblich. Genau. Bitte. Denn richtig. In der Tat ist das große Problem, das Einzige, was als Beleg für überhaupt diesen Mechanismus herangezogen wird, ist die Beschreibung aus den Therapien, von denen wir bereits thematisiert haben, dass man sie durchaus auch mit einer gewissen skeptischen Haltung betrachten kann. Und jedenfalls diese Behauptung, dass die Leute programmiert werden, ist eine wunderbare Selbstimmunisierung. Denn so gibt es angeblich Programme, die dann einfach fantasieren, weswegen eben dann angeblich niemals sinnvolle Zeugenaussagen zustande kommen. Ja. Und es gibt sogar, das finde ich besonders selbstwertdienlich für Therapeuten, ein Therapieabbruchprogramm. Das heißt, wenn irgendwann der Patient oder die Patientin die Therapie beendet, dann kann die Therapeutin oder der Therapeut sich sagen, ach, das war so ein Therapieabbruchprogramm, ich habe alles richtig gemacht. Sehr selbstwertdienliches Konstrukt, was vor allem beinhaltet, dass egal was passiert, es sich stets selbst immunisiert. Es gibt keine Möglichkeit jemals zu sagen, nein, das Konstrukt stimmt nicht, weil für jeden Beleg, der dagegen spricht, gibt es eine Immunisierungsstrategie, die in dem Konstrukt dann Sinn macht, aber außerhalb des Konstrukts weniger. Genau, weil du hast gerade gefragt, wie hat diese Therapeutin darauf reagiert? Ja. Naja, die hat darauf reagiert, wie alle reagieren, die sagen, nein, das stimmt nicht, weil sie sind Teil der Verschwörung. Also das ist die übliche Antwort. Alle Polizisten, alle Richter, alle Staatsanwälte, die bei solchen Ermittlungen nichts finden, lassen die Beweise verschwinden. Die stecken da alle mit drin. Und das ist auch so eine Sache. Wir haben jetzt eben auch über die aktuellen Missbrauchsfälle gesprochen, die in der Zeitung stehen. In der Zeitung stand ja die Tage noch was Interessantes, nämlich dieser Brandbrief von diesem KSK-Offizier. KSK, eine super abgeschottete Eliteeinheit mit ein paar hundert Leuten, mit einem Kadavergehorsam ohne Ende. Selbst da stellt sich jemand hin und schreibt einen Brief detailliert mit Namen, Details an die Ministerin. Und diese Leute wollen uns ernsthaft davon überzeugen, dass eine weltweit operierende, mit abertausenden Mitgliedern operierende Satansekte über Jahrzehnte lang vollkommen anonym und unentdeckt bleibt. Überall in der katholischen Kirche, bei den Zeugen Jehovas, sogar beim Engelwerk werden Missbrauchsfälle aufgedeckt, ständig, einer nach dem anderen. Nur in dieser Satanic Panic gibt es seit Jahrzehnten keinen Beweis für irgendwas, weil die das alles verschwinden lassen und das ist eben nicht glaubhaft.
Häxchen Luna schreibt, ich habe neulich bei YouTube einen Stream von Nature 23, nehme ich mal an, gesehen, bei der eine Frau angeblich in einer Satanssekte war und ein Interview gab. Ich hielt das für bedenklich, da dieser Nature 23 ein Bibelchrist ist und therapiert und exorziert. Tommy Krapp weiß, was sagt er dazu? Ich gar nichts. Ihr vielleicht? Kennt ihr das? Ich höre sie tiefe Seufzen einfach nur. Es gibt aber so viele Varianten davon. Ich allein die Bibliothek, die ich hier habe mit diesen Berichten, ist schier unendlich gefühlt. Also abgesehen mal von den englischen Klassikern, wen es echt interessiert, hier gibt es zum Beispiel noch Satan's Underground, das war ein sehr bekanntes Buch. Es stellte sich als kompletter Fake heraus. Die Frau, die das geschrieben hat, hat sich dann ein paar Jahre später als KZ-Überlebende reinszeniert. Ja, traurige Pointe. Als die Satanic Panic nicht mehr genug Medienaufmerksamkeit brachte, hat sie sich als KZ-Überlebende neu erfunden. Das ist nochmal von beidem stimmte. Das ist nochmal ganz aber, da will ich nochmal ganz kurz, ich kenne das Video natürlich nicht, aber ein evangelikaler Mensch oder jemand, der fundamentalistisch unterwegs ist oder jede Religion, die fundamentalistisch unterwegs ist, da gibt es dann ja auch eben ein extremes Sendungsbewusstsein. Und das ist insofern so unfassbar schwierig, weil dieser Mensch, dieser Therapeut, der ja auch exorziert meinethalben, der tut das ja nicht, weil er jemanden quälen möchte nochmal, sondern das sind Probleme, die wir mit Religionen bekommen können, wenn die sich so übersteigern. Für diese Menschen ist der Satan, ist der Teufel real. Und das Opfer, was ihm vor ihm sitzt, was ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sage das nochmal hier in der Mitte der Sendung, ein Missbrauchsopfer ist, das leugnen wir an keiner Stelle. Einmal gut mitten in der Sendung, damit es auch nochmal alle hören. Aber als Erklärungsmodell wird der Teufel herangezogen. Und ich meine, und das ist das Problem dann dabei. Aber für uns klingt das immer so ein bisschen nach weiß ich nicht, Spökenkickerei und Parallelwelt und irgendwie so ein bisschen abgehoben. Aber diese ganzen überspitzt christlich-religiösen Tendenzen sind in den USA vor allen Dingen, aus denen wir ja sehr viel von diesen Narrativen importieren, höchst verbreitet. Also nochmal, für die hat das einen ganz anderen Stellenwert da drüben. Das ist ein real stattfindender Krieg. Engel gegen Dämonen, Gut gegen Böse. Die bösen Liberalen, die verkommenen Eliten gegen den glorreichen Donald Trump, der vom Saulus zum Paulus geworden ist und jetzt irgendwie sich für die Religion einsetzt. Das sind einfach Dinge, die da zum Alltag gehören. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Aber da drüben ist es halt gang und gäbe. Und trotzdem ist es so, dass in den, wann war das, in den 80ern, diese Aufklärung, dieser Satanic Panic als... Anfang der 90er, also Ende der 90er. Genau, dass Amerika, dass man sich jetzt im Moment, also ich zumindest mir schwer tue, das vorzustellen, tatsächlich hier weiter ist als wir, denn bei uns, und das habe ich live gesehen, denn du hast uns da wirklich sehr weitlich zugedeckt mit diversen Links. Dafür nochmal danke. Auch im Namen der Hörspielproduktion, die ich parallel hatte, wo es dauernd Bing Bing machte und ich eigentlich zuhören hätte sollen, was die Leute da gerade lesen. Aber die können das ja alle von alleine. Also vielen Dank nochmal. Ich habe es alles gelesen. Diese Sache bei der Zeit. Oder was war das? Die Zeit selbst? Oder war es der Zeitblock? Oder was war das, die dann so einen Bericht... Es gibt die Jugendversion von der Zeit. Die Jugendversion der Zeit. Die haben... Aber die Zeit selber hat es auch weitergeteilt. Das ist... Was war das? Ein Video? Ja, also die haben jetzt eine ganz großes, sogar eine mehrteilige Videoreihe haben die veröffentlicht. Und das Interessante ist, die Protagonistin in dem Video, eine Frau, die zweifelsohne schwer traumatisiert ist und sicherlich auch wirklich dringender Hilfe durfte in ihrem Leben, vielleicht auch noch bis heute. Diese Frau kennen wir. Die ist nämlich bereits 2000 oder 2001, ich lese es gleich nochmal nach, da kam eine Doku raus über genau diese Frau, die jetzt wieder als Protagonistin aus dem Hut gezaubert wird. Und diese Doku hieß Höllenleben. Ich bin sicher, die kennt fast jeder, der sich irgendwann mal auch nur ansatzweise durch YouTube geklickt hat, weil es unendlich viele Kopien dieser Doku gibt. Und es gibt davon einen Teil 1 und einen Teil 2. Und im ersten Teil dieser Doku ist eben diese Frau eigentlich die Haupterzählerin. Ihre Geschichte ist im Mittelpunkt dieser Dokumentation, die vom Öffentlich-Rechtlichen produziert wurde und auch Preise gewonnen hat. Und das Problem ist, in dieser Höllenleben-Doku wird halt dargestellt, dass sie sich halt auch an schlimme satanische Folterungen mit Tötungsdelikten, mit Kleinkindopferungen und wirklich Horror erinnert. Es werden Bilder von ihr gemalte gezeigt, es ist mit einer traurigen Musik untermalt und natürlich, man fühlt sofort mit und denkt, oh Gott,
das ist ja grauenvoll. Und auf jeden Fall berichtet sie unter anderem auf der Wewelsburg missbraucht worden zu sein von der Satans-Sekte. Wenn man dann mal guckt, was, ja, das ist ein recht bekannter Ort, ja, weil ja schon, aber das für was anderes. Für rechts, ja, für Rechtsradikale eine Rolle spielt. Offensichtlich ranken sich um diesen Ort aber sehr, 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 sehr viele Legenden und nun wurde von ihr und auch von anderen Personen dann im Anschluss erzählt, dass dort in satanischen Ritualen Menschen getötet wurden. Man muss sich vorstellen, das hat eine 10 Jahre andauernde Polizeiermittlung ausgelöst. Und in diesen 10 Jahren haben sich diverse Personen gemeldet, die Ähnliches berichtet haben und auch wirklich den Tatort angegeben haben. Und es wurden also Spuren gesucht, ob da vielleicht irgendwann mal irgendwo Blut lag. Ich meine, wenn man Menschen rituell tötet, dann sollte das Blutspuren erzeugen, beispielsweise auf dem Boden, im Raum, wie auch immer. 10 Jahre Ermittlung hat nichts ergeben. Nichts. Was aber, da wären wir wieder beim Narrativ, ja nur bedeutet, dass die elitären Satanskreise offensichtlich besonders gründlich waren. Oder die Polizei sowieso involviert ist. Also auf molekularer Ebene in der Lage sind, Blut verschwinden zu lassen. Ja, oder dann die Ergebnisse zu verfälschen, weil schwerlich das anders zu erklären, dass die Zeugenaussagen mit den objektiven Befunden halt überhaupt nicht zusammenpassten. Und es wird auch berichtet, dass halt auch die Zeugenaussagen teilweise nicht übereinstimmten. Und es ist nicht so, als hätte die Polizei das nicht ernst genommen. Die haben das ernst genommen. Die haben total gründlich das alles geprüft und kamen einfach dazu, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass irgendeine dieser Schilderungen in der Realität so stattgefunden hat. Und diese Frau, die also das damals erzählt hat und die offensichtlich daran glaubt, die wurde jetzt von dieser, von der Zeitjugend, von dem Bento-Auswuchs der Zeit, nochmal wieder als Protagonistin einer Doku inszeniert, wo das Grundgerüst im Prinzip dasselbe ist, mit einem Unterschied. Man hat sich tatsächlich bemüht, wahrscheinlich um nicht merkwürdig zu wirken, einfach das Wort Satanismus auszuklammern. Na, wenigstens. Hier wird nur noch ein Kult angesprochen. Ach so, es ist aber dieselbe Protagonistin, die aber jedem bekannt ist aus dem Satanskontext. Entschuldige, aber da muss ich doch, wenn ich jetzt ein Redakteur wäre und ich weiß, das ist so eine heikle Sache, da würde ich doch jetzt mal mein Google-Fu anwenden und einfach mal gucken, wer ist denn da diese Dame, was hat die denn schon so erzählt, was spricht denn so dagegen? Einfach schon, um mich selber als Redakteur zu schützen. Und ganz sehr interessant, dass ich darauf hingewiesen habe, dass es eine Menge Informationen gibt, die genau das, was hier dargestellt wird, von denen in Frage stellen. Und die Antwort, die öffentlich zu sehen ist für alle bis heute, ist, diese Informationen sind irrelevant für die Berichterstattung. Also die internationalen Informationen zu diesem Phänomen sind für die Berichterstattung der Z irrelevant. Das könnt ihr nachlesen als Kommentar der Z unter diesem Beitrag. Das war sicherlich faszinierend irgendwie, dass das dann wirklich auch so geäußert wurde. Das würde ich noch einen Satz hinzufügen. Man hat dann ja auch noch, Lydia, dir vorgeworfen, dass du jetzt auch bitte aufhören sollst, dort zu kommentieren, weil es sei ja klar, dass du Bücher verkaufst, die gegenteilige Geschichte erzählst und dass du jetzt dagegen sein musst. Ja, genau. Sei ja völlig logisch, weil du ja weiter deinen Marktwert steigern musst. Auch das war eine Behauptung, die es in den sozialen Netzwerken gab. Und das ja, das wurde von der Z selber, wer auch immer da gerade die Online-Redaktion übernommen hat, hat das tatsächlich dann, weil Totschlagargument, ich habe viele Fakten, die deren Berichterstattung in Frage stellen, also muss ich ja als Person irgendwie böse sein und scheinbar ein böses Motiv haben. Fakt ist nur, dass mein echter Job, nämlich eben Kriminalpsychologie, wo wir übrigens dabei wären, ich weiß genau, zu was Menschen fähig sind. Ich arbeite damit. Es ist nicht so, als könnte ich mir nicht vorstellen, was Menschen alles tun können. Aber der Punkt ist, ich weiß halt, wie Täter agieren. Und deswegen sehe ich sehr, sehr genau, wo diese Narrative abweichen von dem, was wir in der internationalen Forschungsrealität im Bereich der Täterpsychologie wissen. Das ist sehr weit weg, also dieses Narrativ von dem, was wir über Strategien wissen. Aber auf jeden Fall, es bringt mir in keinster Weise Werbung, im Gegenteil. Das ist völlig klar, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, das ist ein Bullshit. Nee. Unfassbar, ja. Aber dass die Z selber aufgrund einer Ermangelung an Argumenten und Recherche dann so ein Argument bringt, zeigt einfach, wie verzweifelt die waren. Ja. Aber das sind auch wieder so gefühlte Fakten von, also auf der Seite der Z in dem Fall, wo du einfach nur weißt, dass da auch irgendwie Einflüsse aus vergangenen Zeiten irgendwie wieder aufleben. Also wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, in was für einem Umfeld damals diese Satanic Panic in den 80er Jahren entstanden ist, da hatten wir 1978
1995 das Jonestown Massacre, wo Jim Jones seinen Kult quasi in den Massenselbstmord und Mord dann halt auch, auch an Kindern geführt hat. Wenn man sich diese Ereignisse vor Augen führt, 78, also kurz danach, kommt ja irgendwie diese ganze Satanic Panic so richtig ins Rollen. Dann sind das natürlich reale Vorbilder, die den Menschen vor Augen führen, wozu ein Kult so fähig ist und was ein charismatischer Sektenführer mit Menschen so alles anstellen kann, weil du hast ja immer in diesen Narrativen dieses Motiv der Gehirnwäsche. Da werden ganz normale Menschen beeinflusst und handeln plötzlich komplett anders, als sie das sonst tun würden. Und da muss natürlich sowas dahinter stecken. Und du hast dann halt auch Charles Manson mit seinen Manson-Morden, die ja auch so ein bisschen mit diesem Motiv des Chaos und des Bösen irgendwie gespielt haben, dass die Hintergründe eigentlich andere waren, sei dahingestellt, aber er hat sich ja immer auch so ein bisschen den Anschein gegeben, irgendwie ich bin hier der Obersatanist und ich bin das personifizierte Böse. Und das sind ja dann wirklich für diese Menschen reale Vorbilder und die sagen dann halt, ja, wenn es sowas gegeben hat, dann muss es das ja auch geben. Und genau dafür weisen wir ja darauf, dass bei den gesamten real nachweisbaren Sekten wir die Mechanismen erforschen, wir können Parallelen ziehen in der Psychodynamik, in den Persönlichkeitseigenschaften der Anführer, in der Sozialpsychologie, die in der Gruppe wirkt. Das alles können wir immer wieder in Fällen, die ja auch juristisch aufgearbeitet werden, nachweisen. Und hier ist der entscheidende Unterschied zu genau dieser einen Geschichte, für die es eben keinen faktischen Nachweis gibt. Es ist ja in der Tat so, dass wir eine Menge Forschung haben, auch zu Sekten, zu Missbrauch innerhalb von Sektenstrukturen. Das ist ja alles nicht unbekannt. Das Verrückte ist nur, seit einigen Jahren wird diese rituelle Gewalthypothese bewusst auch vermischt. Es werden viele Themen in einen Topf geworfen. Wenn man dann sagt, ja, aber für diese Satanssekte gibt es doch nicht einen einzigen Fall auf der ganzen Welt, der hier nachgewiesen wurde, dann kommt, ja, aber es gibt doch die Colonia Dignidad. Mhm. Genau. Klar. Und es gibt auch Missbrauch in der Kirche und genau. Den Trudeau, Trudeau war jemand anders. Das weiß sogar ich. Und das will was heißen. Und es werden so viele Sachen in einen Topf geworfen. Ja. Und dann sage ich immer, und das habe ich auch bei der Online-Diskussion bei Z-Zeit und Co. getan, ich habe gesagt, wenn es Flugzeuge und Hubschrauber gibt, ist das kein Beweis für fliegende Untertassen von Aliens. Aber genau so argumentieren die. Und deswegen fand ich es auch sehr interessant, dass bei der aktuellen Berichterstattung das Wort Satanismus ausgeklammert wurde. Es wurde nur noch von einem abstrakten Kult gesprochen, obwohl man anhand der Protagonistin und ihrer öffentlichen Vorgeschichte natürlich genau weiß, dass es hier um Satanismus geht. Aber sie haben es extra ausgeklammert, um die Sache irgendwie abstrakter zu machen und dadurch natürlich auch schwerer erfassbar. Und das ist eine Strategie, die hier sehr stark in den letzten Jahren auffällt. Aber trotzdem bleibt, wir haben da eine Redaktion von einer Zeitung, die ich eigentlich eher als, also eigentlich definitiv als seriös abgespeichert habe in meinem Hirn. Haben wir, man muss in dem Fall aber noch dazu sagen, warum, Lydia hat gesagt, die haben die internationale Forschung nicht ernst genommen, das ist richtig, aber das hatte offenbar einen bestimmten Grund, weil diese beiden jungen Redakteurinnen, die haben dann auf ein aus ihrer Sicht hochgradiges Dokument verwiesen der Bundesregierung. Und da kommen wir jetzt zu dem unheilvollen Einfluss, den diese Traumatherapeuten mittlerweile haben. Es gibt da einen sogenannten Betroffenenrat und da gibt es eine, wie heißt das, Lydia, eine Bundesstelle, die sich mit diesem Thema... Also die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Genau. Und die hat einen Betroffenenrat und dann halt auch, da sind auch natürlich Experten drin. Und das Interessante ist halt, wenn man sich die Zusammensetzung der Kommission anschaut, dann sieht man, dass da interessanterweise auch genau die Personen als maßgebliche Experten zu diesem Thema zusammengekommen sind, die halt diese These seit Jahren sehr stark vertreten. Das heißt, die Bundesregierung ist, es ist genau umgekehrt, die Bundesregierung ist unterwandert von der Gegenseite. Was irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil sie ein wenig. Das Narrativ behauptet immer, dass die Satanisten, die über Politik Einfluss nehmen, die können also alle internationalen Ermittlungen gleichschalten, schaffen es aber nicht zu verhindern, dass die Traumatherapeuten und Dinnen, die das vertreten, in der Bundesregierung jetzt wirklich ein Standing haben, was komplett keinen Sinn macht. Aber hey, Logik ist in dieser Frage halt immer der Knackpunkt. Ja, aber was kann man da jetzt tun? Also ich meine, das ist wirklich, vor allem, ich kann wirklich nachvollziehen, dass wenn ein Redakteur, eine Redakteurin, denn ich,
jetzt ein Papier von der Bundesregierung hätte, von dem Rat der Bundesregierung, und ich halte das hin und sage, entschuldige mal, Frau Benecke, von der ich noch nie was gehört habe, Schande über mein Haupt, aber egal, nehmen wir mal an, ich hätte noch nie von dir gehört, völlig unmöglich natürlich, aber ja, was ist jetzt diese komische Frau mit den ganzen Leuten, die jetzt da plötzlich irgendwie sich da echauffieren und sagen, die wäre toll, ich habe doch hier was von der Bundesregierung. Das ist schon deswegen echt krass. Verweise ich auch immer auf Quellen. Jeder weiß ja, dass ich unfassbar viele Quellen zu diesem Thema internationale zusammengesammelt habe. Aber natürlich mit großer Hilfe von Bernd an dieser Stelle. Aber der Punkt ist, ich sage immer, ich als Person bin überhaupt nicht relevant für dieses Thema, aber ich vermittle die Informationen, mit denen sich eigentlich objektive Stellen auseinandersetzen müssten und es nicht tun, weil sie der Autorität einer Lobbygruppe sagen wir mal, mehr Gehör schenken als der internationalen Forschungs- und Ermittlungslage. Und das ist halt merkwürdig. Und dann hast du natürlich den Effekt, dass das war eine relativ große Geschichte, da sind Videos auch gedreht worden und das ist jetzt natürlich so, denn Bernd hat schon gesagt, die machen zumindest den Eindruck, ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, nur so auf den ersten Augenblick, aber dass sich junge Redakteurinnen, die gefühlt vielleicht eine ihrer ersten richtig großen Stories gebracht haben. Gut, okay, wie viel Interpretation ist da jetzt dabei? Weil das ist natürlich so voll das Klischee, junge Redakteurinnen, die ahnungslos... Geht weiter, lass mich kurz zu Ende reden. Pass auf, ich will jetzt nur sagen, jetzt kommt aber jemand und das Ding läuft und das wird geklickt und das erzeugt Aufmerksamkeit. Und man denkt, cool, jetzt habe ich eine Story. Und dann kommt jemand und sagt, guck mal hier, 8 Quellen und du hast falsch gelegen. Das ist eine große Hürde und da musst du sehr, sehr groß sein, zu sagen, okay, wir pullen die Geschichte, ich lese mir das durch. Das haben wir schon öfter gesagt, also das Abrücken, das Eingestehen eines eigenen Fehlers, da nehmen wir uns alle nicht aus, das ist extrem schwierig und der Druck wird ja auch groß und wir wissen alle, wie schwierig auch Jobs im Journalismus heutzutage sind. Die Luft ist sehr dünn und das erklärt, glaube ich, dann auch diese verhärtete Diskussion, die da plötzlich stattgefunden hat, dass dann so Sätze kamen, wir haben anständig recherchiert, wir haben mit dem und der Bundesregierung haben wir hier das Blatt. Ja. So, und dann kriegst du gesagt, ja, habt ihr, aber das war nicht genug. Und da dann die Größe zu haben und zu sagen, okay, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, ich will nur darauf hinaus, Klischee, hast du mich an der falschen Stelle, das ist zumindest nachvollziehbar, warum die verhärtet sind. Verstehe. Und das macht schwer. Die Frage war ja von Tommy, was kann man dagegen tun? Ja. Naja, wir waren dabei, was dagegen zu tun. Uns hat, also die Corona-Krise hat halt nicht nur die GWP-Konferenz ausfallen lassen, sondern es war für Januar eine große Fachtagung geplant. März, Verzeihung. Wir hatten eine große Fachtagung geplant und zwar der Kritiker dieser Satanic Panic These. Also das wären die katholischen und evangelischen Weltanschauungsbeauftragten gewesen, das wären Experten aus der Gedächtnisforschung, aus der Psychologie gewesen. Lydia und ich waren natürlich auch eingeladen, Polizei war eingeladen und da hätten wir einen großen Abschlussbericht verfasst und hätten das auch veröffentlicht und auch das mussten wir jetzt halt mindestens mal ein Jahr verschieben, sodass wir jetzt aktuell dieser Geschichte nichts entgegensetzen konnten. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr die beiden RedakteurInnen da auch mit einladet bei der Nachfolgeveranstaltung. Das würden wir definitiv tun, ganz klar. Ja, okay, machen wir. Ja, finde ich einfach sinnvoll, vielleicht hilft es ja irgendwas. Oder ich hatte ja während das dann so lief immer wieder gesagt, wenn ihr wirklich wollt, dass da was passiert, meine Meinung dazu ist, weil ich das aus dem Fernsehen kenne, wenn es nicht wirklich vergleichbare Situationen gibt, wo du wirklich höchst unzufrieden bist, zum Beispiel, dass mein Name irgendwo erwähnt wird und ich habe damit gar nichts zu tun oder es gab zum Beispiel mal etwas, was ich geschrieben hatte, was ich nicht mehr wiedererkannt habe, wo ich wollte, dass mein Name da gestrichen wird. Ja? Und da zu dem jeweiligen Redakteur zu gehen, der das betreut, zwar völlig sinnlos, darum Programmchef hinschreiben, warum, bla bla und so weiter und dann dauerte das nicht besonders lang. Also meine Tendenz war immer ganz weit oben, sich massiv zu beschweren, damit irgendwo unten etwas passiert. Auch wenn das ekelhaft ist, aber wenn es um bestimmte Belange geht, und hier geht es ja auch noch um Anliegen, was wirklich Menschen gefährdet, ist das meistens mein Tipp, wenn es jetzt darum geht, was kann man tun, möglichst weit oben jemanden benennen, der dann sagt, jetzt habe ich aber Kacke am Schuh, wer war das denn? Ja? Kannst du dich mal bücken und das wegwischen, der du da meine Schuhe angehabt hast hier offensichtlich, weil ich kann es ja nicht gewesen sein. Ja, das hat in meiner Erfahrung etwas geholfen, aber so Leute, die
weiter unten klingt da schon irgendwie despektierlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Das sind eher Leute, das stimmt, da stimme ich dir zu, Alexander, dass das Leute sind, die, ja, tut mir leid, das passiert nicht oft, die versuchen, ihr Ding zu retten und ihren Job zu machen und den dann schlecht gemacht haben, nicht in der Lage sind, sich das einzugestehen, sei es aus persönlichen Motiven, sei es aus Job und bla 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 und Druck. Das ist tatsächlich, glaube ich, schwieriger, wenn ihr es aus dem eigenen Antrieb wieder zurückrudern müssten, als wenn dann von oben ein Rüffel kommt, der dich natürlich vielleicht auch deinen Job kosten kann. Aber dass du Scheiße gebaut hast, lässt sich ja nun leider nicht, also das kann man ja nicht wegreden. Und wenn du dann deinen nächsten Job... Confirmation Bias übrigens. Ja. Natürlich werden die Betroffenen wahrscheinlich sehr ungerne in Erwägung ziehen, dass sie sich möglicherweise geirrt haben aufgrund von Autoritätshörigkeit. Und natürlich werden sie alles dafür tun, eher selektiv wahrzunehmen, dass ja die Gegenseite sich ja falsch liegt. Aber es ist interessant, mit wie wenig Fakten uns immer begegnet wird und mit wie vielen Emotionen. Ja. Weil wenn aber man die Diskussion ja liest... Aber das ist einfach. Genau. Also weißt du, ich kann eigentlich gerade so in so einem typischen Facebook-Bullshit-Thread kann ich ja problemlos einfach sagen, ihr Schweine, den Kindern geht es schlecht. Ja, und dann kannst du Fakten bringen, was du willst, weil dann stehst du erstmal als der Depp da, der nicht verhindert, dass Kinder ausgesaugt werden. Ja, klar. Das ist ja genau der ganz schwierige Punkt, weshalb ich auch glaube, dass in der Bundesregierung da die schön die Klappe halten werden, anstatt sich mit solchen Leuten anzulegen. Das merken wir schon. Wie gesagt, wir werden ja schon als völlig unbedeutende kleine Fische da als Täter und Mitwisser und alles beschimpft. Und das wird sich natürlich auch kein Politiker antun. Aber egal, die Frage von dir, Tommy, war ja auch noch eben noch, oder auch in dem Zusammenhang, warum machen wir das überhaupt? Warum regt Lydia sich da so drüber auf? Warum engagieren wir uns da so? Naja, also die Frage, die habe ich so, die würde ich so nie stellen, weil ich es gut finde, dass ihr das macht. Gar keine Frage. Ja, aber wir machen es deswegen, weil es uns, auch wenn die das nicht glauben, aber uns geht es genauso um die Opfer. Wir wollen nämlich verhindern, dass diese Betroffenen eine völlig inadäquate Therapie bekommen. Exakt. Denn mir ist selten, also ich habe mich auch viel mit Sekten und mit Kulten beschäftigt, mir ist selten eine so perfide Art begegnet, wie man Leute abhängig machen kann. Wenn man denen in dieser Therapie ein Leben lang einredet, sie werden von einer ominösen, weltweiten Bedrohung ständig beobachtet. Sie können keinen Schritt aus, sie können sich niemandem anvertrauen, niemand glaubt ihnen. Die Polizei hängt mit drin, die Richter hängen mit drin. Das ist natürlich eine unfassbar perfide Art und Weise, um jemand absolut ein ganzes Leben lang abhängig zu machen. Mhm. Und wir möchten einfach, dass das aufhört und dass diese echten Betroffenen eine echte, adäquate Therapie für ihr Leiden bekommen. Ist das nicht so strafrechtlich? Doch, die Horrorgeschichten, die sie ja dann erinnern, diese Horrorgeschichten, die dann wirklich induziert werden, die sind ja noch zu dem also ursprünglichen Leid kommt dann noch immer neues Leid hinzu, aufgrund von wahnsinnigsten, grauenvollen Erinnerungen, die aber sicherlich, da ist ja die Erinnerungsforschung in dem Punkt schon sehr weit, zu großen Teilen dann immer mehr induziert werden. Das heißt, die Leute werden dauerhaft mit Horrorvorstellungen immer weiter emotional destabilisiert und dauerhaft abhängig gemacht. Und du kannst es ja nicht auflösen, weil es ja nicht auf Fakten basiert. Das heißt, es kann ja nur schlimmer werden. Es gibt, ja genau, und vor allem nach der Logik kannst du ja niemandem vertrauen, nur den von diesen Therapeuten definierten Vertrauenspersonen. Und ich habe ja einmal tatsächlich mit einer solchen Therapeutin gesprochen, die zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich mich mit dem Thema auskenne und die mir so eine Story auch von Babymord und allem, was typischerweise dazugehört, erzählt hat. Dann habe ich gesagt, da muss man doch zur Polizei. Ja. Das sind doch Kapitaldelikte, da muss doch ermittelt werden. Ja. Da hat die gesagt, das würde ich nie meiner Patientin raten, weil in der Polizei stecken die doch. Okay. Und du weißt... Glaubst du, gibt es auch Leuten, denen diese Erklärung hilft? Also jetzt ganz, ganz naiv gedacht. Ja, ich denke, der Grund, warum ausgebildete Ärzte Homöopathen werden, ist, weil sie merken, sie geben es den Leuten und die Leute fühlen sich besser. Auch wenn es nur Placebo ist, aber sie kriegen halt immer wieder dieses Feedback, ich fühle mich jetzt besser. Und glaubt ihr, gibt es auch, und was für mich so unverständlich ist, wenn jetzt ein Therapeut oder eine Therapeutin sagt, ja, das ist der Satanismus und da wird irgend sowas passiert sein, müsst ihr dann nicht irgendwann merken, dass allen meinen Klienten, wenn sie bei mir waren, mehr Kacke geht, als bevor sie zu mir gekommen sind? Oder kann es da nicht auch sein, dass allein die Tatsache, dass für dieses
chaotisch diffuse, was sie scheinbar bedrückt, plötzlich eine klare Antwort da ist, dazu führt, dass sie sich unterm Strich tatsächlich eine Spur besser fühlen, sei es bloß, weil sie sich jetzt verstanden und geborgen fühlen? Oder, es gibt ja mehrere Sachen. Tatsächlich gut, dass du das ansprichst. Also eine Sache, die auch schon Bernd erwähnt hat, aber nochmal ganz klar. Sagen wir mal, eine Person kommt aus einer desolaten Familie, wurde emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Sehr traumatisiert. Und im Fall von der Doku Höllenleben weise ich immer wieder darauf hin, dass in der Doku selbst thematisiert wird. In der Doku, zum Beispiel durch eine ehemalige Lehrerin der Betroffenen, dass eine desolate Alkoholikerfamilie war, in der schwere Gewalt, schwere Misshandlungen herrschten und der Stiefvater wurde wohl auch wegen Missbrauchs verurteilt. Also das alles wird sogar in der Doku erwähnt. Und es ist so viel schwerer zu akzeptieren, dass die eigene Familie desolat ist, dass sie ihre Kinder nicht schützt, weil bei Missbrauch in der Familie entsteht immer Ambivalenz, weil die Kinder haben ja eine Bezugsperson, die sie auch lieb haben, mit der sie manchmal auch einen angenehmen Moment erleben und gleichzeitig tut ihnen diese Bezugsperson was Schlimmes an. Und das ist natürlich ganz furchtbar in der Psyche überhaupt, also lieben und hassen und man will, dass die Bezugsperson bleibt, aber sie ist gleichzeitig auch der Aggressor. Das ist ja furchtbar und das ist bei innerfamiliärem Missbrauch genau das Furchtbare. Und wenn dann aber einer sagt, deine Eltern waren Satanisten und vor allem wurden die ja auch von der Satanssekte gesteuert. Das heißt, die sind auch nur Marionetten des personifizierten Bösen. Dann ist das so erleichternd, aus dieser Ambivalenz rauszukommen. Aber dazu jetzt ganz pragmatisch gefragt, wenn das dieses Verdrängen, ja, zum Beispiel jetzt ein Schutzmechanismus ist, was es ja offensichtlich ist, so wie ich das verstanden habe, damit man funktionsfähig bleibt, etc., ist es manchmal vielleicht, weil ich weiß ja nicht, nur wenn man was erkennt und dann aufarbeitet, dass das dann immer damit geklärt ist, früher oder später, ist es manchmal besser, etwas bleibt verdrängt, als man versucht, therapeutisch aufzuarbeiten. Und geht man ein Risiko ein in dem Moment, wo man sagt, da gibt es irgendwas, das mich, keine Ahnung, was das ist, aber ich funktioniere ganz gut, wäre ich vielleicht auf der sichereren Seite manchmal zu sagen, dann belassen wir es halt dabei. Also selbst wenn man an einen guten Therapeuten zum Beispiel gelänge. Das Beispiel, was ich da gerne anbringe, ist die Tatsache, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit Menschen hatten, die alle ein Trauma mehr oder weniger erlebt haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Natürlich ist die Welt weitergegangen, die Gesellschaft hat weiter existiert. Wir wissen aber auch inzwischen durch die Forschung, auch durch Menschen wie Lydia und den Beruf, den Lydia ausübt, dass das Auswirkungen darauf hat, wie diese Menschen wieder mit anderen Menschen umgehen. Und ja, irgendwie funktioniert unsere Gesellschaft. Und wenn wir keine Psychotherapie hätten, würde unsere Gesellschaft auch funktionieren. Wir haben aber auch andere Therapieformen nicht gehabt vor 100 Jahren, die wir heute haben. Und wir wenden sie auch an, weil wir feststellen, damit geht es im Kern Menschen besser, wenn wir das anwenden. Und das ist hier der Punkt im Rahmen der Psychotherapie, dass man schon sich überlegen muss, irgendwie geht das schon weiter. Und natürlich ist der Mensch in seiner Fähigkeit, auch mit großen emotionalen und körperlichen Traumen umzugehen, sicherlich einzigartig. Aber den Menschen geht es ja am Ende nicht gut. Aber muss man schon abwägen, wann geht es ihm besser oder nicht? Oder kann man das überhaupt? Weil ich meine, wenn jemand mit einem Leiden zu dir kommt und du bist Psychologe, ist das nun mal die Aufgabe, die du hast. Du kannst nicht sagen, wissen Sie, ich glaube, das ist so schrecklich, Ihnen geht es so besser. Pass mal auf, ich mache noch mal ein anderes Beispiel. Jemand kommt zu dir und ist essgestört und ist untergewichtig und isst nicht mehr. Und dann machst du mit dem eine Therapie und im Rahmen dieser Therapie, weil man natürlich das auch immer multidimensional angehen muss, solche Therapieansätze, kommt ein Missbrauch zutage. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein realer Missbrauch ist. Also die generierten Erinnerungen haben wir ausgiebig, aber wir sagen, es ist ein echter Missbrauch. Und dann haben wir so mehrere Faktoren, das haben wir noch nicht thematisiert. Opfer von Missbrauch geben sich häufig selber die Schuld am Missbrauch. Das ist immer das Erste, was Opfern von Missbrauch passiert. Nicht der Täter ist schuld, sondern ich bin schuld. Ich habe was falsch gemacht und deswegen ist mir was Böses passiert. Das ist das Erste. Damit muss ein Therapeut umgehen, das zu bereinigen, dieses Problem. Und jetzt haben wir jemanden, der zu dir kommt und sagt, ich habe eine Essstörung, dann arbeitest du daran, das Gewicht kommt hinzu. Typischerweise ist es dann so, dass die Emotionen vermehrt kommen, weil nicht essen ist eine Methode, weniger fühlen zu müssen. Also ich mache es ganz, ganz kurz, das ist jetzt alles viel zu verkürzt, aber so.
Und dann plötzlich bricht so ein Missbrauch durch. Und dann sitzt du da und sagst, naja, im Grunde genommen, sie haben jetzt auch ihr Zielgewicht erreicht, machen wir mal Feierabend und ja, wenn sie wieder abnehmen, kommen sie wieder. Also das ist, da gibt es nicht richtig, falsch und in jedem Fall, sondern das ist ja immer auch mehrere Ebenen. Und gerade Psychotherapie ist nie ganz sauber. Und es gibt auch den klassischen Angstpatienten, der nur Angst vor Spinnen hat. Den gibt es auch mal. Aber die Menschen, die wirklich eine längerfristige Psychotherapie brauchen, die haben immer komplexe Erkrankungen. Und dann, glaube ich, macht schon Sinn, da zu helfen, wo man helfen kann. Eine Sache ist auch, dass man früher dachte, es gäbe ganz eindeutige Symptome, aus denen man hundertprozentig erschließen kann, dass ein Kind sexuell missbraucht wurde. Das war sehr verbreitet. Und diese Annahme ist inzwischen widerlegt. Es gibt weder eine eindeutige Reaktion auf bestimmte Traumata, noch gibt es eindeutige Symptome, die ganz klar auf ein bestimmtes Trauma schließen lassen. Und hier ist eine ganz große Fehlerquelle, weil tatsächlich zum Beispiel, ich habe hier einen Fragebogen, der heute noch in Deutschland in Traumatherapieausbildungen genutzt wird. Dieser Fragebogen heißt Fragebogen zur rituellen Gewalt an Kindern. Der ist von einer Frau Hudson, Pamela Hudson, übersetzt von Thorsten Becker. Thorsten Becker ist in diesen rituelle Gewalt-These-Kreisen sehr bekannt. Positiv oder negativ? Also als Vertreter der These, von der wir sagen, dass es dafür keine Belege gibt in dieser Form. Negativ. Ja, also auf jeden Fall Symptomcluster bei jungen Opfern. Und dann muss er halt gucken, ja oder nein. Und umso mehr zutrifft, umso eher würde dann die These aufkommen, dass da rituelle Gewalt an dem Kind vollzogen wurde. Da ist zum Beispiel, entwickelt das Kind eine plötzliche Furcht vor Regen, dem Badezimmer baden oder Haare waschen. So, das ist ein Symptom. Oder hat das Kind Albträume, nächtliche Furcht, Schreien, Sitzen im Bett und Nichterkennen der Eltern oder nächtliche Schweißausbrüche? So. Oder entwickelt das Kind eine extreme Angst davor, von den Eltern getrennt zu werden? Weigert sich das Kind plötzlich in der Schule oder in den Kindergarten zu gehen? Aber das ist doch wie ein Horoskop. Ich wollte gerade sagen, natürlich. Das, ja, wie viele Kinder, sie, also, ja, also und trifft alles auf mich das zu. Das ist ein Fragebogen, mit dem man bis heute in deutschen Traumatherapie-Ausbildungen, den kriegt man in die Hand, den habe ich von einer Kollegin, die jüngst eine Ausbildung gemacht hat und den in die Hand bekommen hat, mit dem man dann eben umso mehr bejaht wird, umso größer ist demnach irgendwie die These, dass hier rituelle Gewalt vollzogen wurde. Ja? Und das geht halt immer so weiter und am Ende gibt es auch so Sachen wie, beschreibt das Kind, dass kleine Kinder und Babys getötet, zerteilt und von Ritualteilnehmern gegessen wurden und dass es manchmal daran teilnehmen musste. Das habe ich selten gemacht, muss ich zugeben. Selten. Und hier steht übrigens, ich möchte noch explizieren, hier steht noch dazu, der Untersuchende sollte das Kind dahingehend befragen, ob das Kind gesehen hat, dass Jugendliche oder Erwachsene getötet und gegessen wurden. Dies ist von Kindern in einigen Fällen berichtet worden. Und das ist, offizielles Ausbildungsstudienmaterial in Traumatherapie-Ausbildungen heute in Deutschland. Hier schreibt der Doc gerade. Der Doc schreibt gerade. Frage zu beantworten. Ja, Lydia, hör bitte auf zu reden, schreibt okay, jemand hier. Ich habe mich auf meine Therapieausbildung gefreut. Das war jetzt übrigens eine Traumatherapie-Zusatzfortbildung. Also in der standardisierten Ausbildung kann ich nicht sagen, ob es drin ist, aber bei den Traumatherapie-Fortbildungen ist die Chance sehr groß, darüber zu stolpern. Martin, als du vorhin, da muss ich jetzt kurz reingrätschen, weil ich das sonst vergesse und ich fand es wenigstens in diesem insgesamt sehr dramatischen Stream milde amüsant. Martin hatte so einen Hinweis gemacht, wie fühlt sich denn die Therapeutin, der Therapeut in dieser Situation und dann konnte ich mir ein Lächeln nicht verbeißen, dass sich dann ein Therapeut irgendwann denkt, sag mal, warum kommen eigentlich zu mir immer nur Leute, die Satanistenopfer? Was ist denn hier bei mir los? Komisch, irgendwas ist da irgendwas an es mir? Es gibt so viele. Feile das ich nachts an meiner Stirn? Ja? Also das ist doch wirklich, das ist doch tatsächlich so, weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, wenn diese Therapeuten, also die scheinen da diesem eigenen Narrativ nachzuhängen und Leute, die zu ihnen kommen, werden dann dahin manipuliert, dass sie das glauben. Dann müsste es doch so sein, dass bei diesen, speziell bei diesen Therapeutinnen und Therapeutinnen, sich die Satanisten häufen. Das ist so. Und da möchte ich nochmal Bezug nehmen auf mein Gespräch mit genau der Dame, von der ich vorhin sagte, dass sie auch prinzipiell von der Polizei abraten würde. Ich habe die gefragt, seit wann sie denn mit solchen Fällen zu tun hat. Und sie hat erzählt, sie hat da mal eine Zusatzausbildung am Wochenende gemacht, in der ihr beigebracht wurde, Satanismusopfer zu erkennen.
Ich habe ja gerade schon darauf angespielt, mit welchen interessanten Möglichkeiten man da vorgeht. Und seither habe sie mehrere Satanistenopfer derselben Satansgruppe aus der Region. Na, das so ein ist wie Zufall. Dieser Film, wo, wie heißt der Film, wo der Typ die Brille aufsetzt und dann plötzlich lauter Aliens sieht? Sie leben. Ja. Das ist ja toll, das ist die Zusatzausbildung. Na gut, eigentlich ist eine Zusatzausbildung genau das. Du kriegst eigentlich einen Filter, den du vorher vielleicht nicht hattest und kannst dann Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Also eigentlich sollte das ja so sein. Nur wenn du halt dann Bullshit siehst, weil der einfach überall zu sehen ist, weil es ihn nicht gibt, kann man ihn einfach überall sehen. Das ist natürlich scheiße. Wenn die Aliens in die Brille eingespiegelt werden, das heißt, in dem Moment, wo ich die Brille aufsetze, sehe ich, ist jeder ein Alien, dann wird es schwierig. Ich wollte noch zu einem Aspekt was sagen, weil das haben wir hier auch gestriffen. Das ist auch eins der Hauptargumente. Lydia hat ja schon mal angedeutet, die Kinder würden programmiert werden. Und auch die Eltern sind ja programmiert. Also Marionetten hast du benutzt. Also diese Idee, dass ja hier eine Manipulation der Denkstrukturen, der Psyche oder auch im Grunde genommen der Persönlichkeiten stattfinden kann. Und was da ja dann immer kommt in diesen Dialogen, in diesen Diskursen ist, und auch darüber haben wir hier schon gesprochen, das MK-Ultra-Programm. Das was? MK-Ultra. Darüber haben wir gesprochen. Mind Control, Project Bluebird oder Project Artischocke. Also diese Geschichte, dass das CIA begonnen hatte, und das ist real. Ich sage das nochmal, eine reale Verschwörung innerhalb des CIA in den Vereinigten Staaten begonnen hatte, damit herum zu experimentieren, ob man genau das machen kann, nämlich Mind Control ausüben. Die Idee war, wo es herkommt, übrigens, ich habe mich noch mal eingelesen, das ist ganz spannend, wo kommt es her? Aus Dachau, aus dem Konzentrationslager. Auch da haben die Nazis mal wieder Ideen gehabt, mit Drogen Menschen zu manipulieren. Das haben die Amis sich nach dem Zweiten Weltkrieg geklaut. Dann kam der Koreakrieg, dann haben die Amis geglaubt, die Nordkoreaner machen das mit unseren Soldaten auch, damit die dann sozusagen als Spione zurück nach Amerika kommen oder unter Umständen sogar Attentäter sind. Und wenn die Nordkoreaner das machen, dann müssen wir das auch machen. Und dann gab es eben ein breit angelegtes Programm, wo man mit Drogen, mit LSD, Mescalin, zum Teil ohne Wissen von Menschen, man ist in Psychiatrien hineingegangen, Experimente an Menschen durchgeführt hat, mit dem Ziel, Menschen zu manipulieren. Im Zweifelsfall Endziel, eines der ganz beliebten Endziele war, was man erreichen wollte, jemanden so weit zu bringen, dass er eine abgestaltete Attentäterpersönlichkeit hat, die nicht zu finden ist. Das kennen wir aus Kinofilmen. Und bei einem bestimmten Schlüsselreiz gehen sie los und schießen, und bis zu dem Zeitpunkt wissen sie gar nicht, dass sie das tun. Übrigens, das Narrativ taucht auch jetzt dieser Tage wieder auf in dem berühmten Schalter, der dann umgelegt wird, und wir sind dann auf einmal alle gleichgeschaltet oder umprogrammiert. Aber das hat nicht so richtig funktioniert, dieses Programm. Das ist genau das Problem. So, jetzt, so, das war der Versuch. Was passiert ist, dass Menschen gestorben sind in der Psychiatrie. Die Zahl der Opfer kann nur geschätzt werden, weil natürlich hinter die ganzen Unterlagen verschwunden sind. Menschen sind in schwere Psychosen gekommen. Kannst dir vorstellen, wenn du LSD zu futtern bekommst und das nicht weißt, warum du plötzlich Psychosen kriegst und Dinge siehst, die nicht da sind. Das macht dich natürlich wahnsinnig und das hat Auswirkungen. Und das Programm ist dann irgendwann eingestellt worden, weil man der Ansicht war, es bringt nichts. Und einer der Chief Researchers dieses Programms, ein Herr Gottlieb, hat am Ende gesagt, das hat alles nichts gebracht. Aber was natürlich jetzt hängen bleibt, ist, das hat es gegeben, das haben die gemacht. Und natürlich spontan entwickelt sich neben der realen Geschichte, die man in weiten Teilen recherchieren kann. Also, weil Dokumente sind aufgetaucht, die haben natürlich, wie es immer ist, nicht alles vernichten können. Viel ist vernichtet worden, aber es gibt genügend Dokumente, dass man das nachvollziehen kann. Kongressanhörungen. Kongressanhörungen, Aussagen, Zeugenaussagen, das ist sehr groß aufgerollt worden. Vielleicht noch der Satz, warum kann das im amerikanischen System passieren? Eine Verschwörung war es in dem Sinne, dass es ein Projekt war. Es gibt Geheimprojekte innerhalb der Regierungsorganisation, wo gesagt wird, hier bekommt ihr eine Summe X für ein Programm und wir wissen nicht genau, wofür das ist. Und dann, das war so ein Programm und dann haben die angefangen, das auszuprobieren. Das ist in jeder zweiten Mystery-Serie, jede zweite Superhelden-Origin-Story bezieht sich eigentlich inhaltlich auf diese Nummer, ja. So ist das. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Argument gegen so eine Verschwörungstheorie. Alexa hat es ja schon gesagt, taucht ja jetzt im Moment auch auf. Aber ich sage dann immer eher, Jungs, wie würde denn unsere Welt aussehen, wenn es sowas funktional einsatzbereit geben würde? Das wäre doch der Traum jeder Mafia, jedes Geheimdienstes, sich Attentäter zu erschaffen. Also sieht doch jeder, der bis drei zählen kann, dass so etwas nicht existieren kann.
Ja, genau. Und auch in totalitäreren Systemen ist es auch nicht so. Genau, das. So, das ist der Punkt, also das hat es alles gegeben, aber auch da wieder diese Immunisierung, die bleiben an dem Punkt stehen, das hat es gegeben und das hat funktioniert und natürlich sagen die heute, dass das nicht funktioniert, aber in Wirklichkeit gibt es das Programm noch. Und dann ist es, dann bist du ganz dicht dabei, der CIA ist natürlich Bestandteil dieser satanistischen Verschwörung, die haben die Technologien und die Drogen entwickelt, um die Menschen zu manipulieren, damit sie dann im Sinne von der satanischen Netzwerke. Und dann kannst du dir das vorstellen. Und das, also auch wenn du da ansetzt, kannst du sagen, ja, ist ein schöner Gedanke, stimmt aber leider nicht, weil es genügend Belege gibt, die auch diesen Punkt nicht belegen. Und auch da kannst du ansetzen und kannst sagen, wenn ihr an alles andere glaubt, aber das funktioniert nicht. Du kannst Menschen nicht so manipulieren. Und die haben das wirklich, das kann man auch nachlesen, das ist nicht sehr appetitlich, aber die haben alles probiert, um das hinzukriegen. Die haben sogar Hunden Elektroden ins Gehirn gepflanzt, um zu überprüfen, ob sie durch Stromstöße die dazu bewegen können, nach links und rechts zu gehen. Mit der Idee, wenn es nicht mit Drogen geht, dann implantieren wir Menschen später in meinem nächsten Schritt diese Elektroden, um die dann mit Strom, die haben alles gemacht beim CIA. Was bei kleinen Tieren aber gut funktioniert mittlerweile. Bei kleinen, ganz kleinen, Gehirn ist dann nicht komplex, ne? Mäuse kann man das schon. Ja. Die glauben sogar selbst, das zu wollen. Okay. Weil man nicht direkt die motorischen Nerven oder die Muskeln direkt reizt, sondern ihr Belohnungszentrum. Also man kann Mäusen, indem man ihnen Elektroden in den Kopf setzt, ans Dopaminsystem, also die mit dem Belohnungszentrum interagieren und in einen kleinen Empfängerrucksack an den Kopf, an den Rücken pickt, beibringen, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun wollen würden. Ja. Aber es ist nicht so, als würden die dann gegen ihren Willen diese Dinge tun, wie zum Beispiel von wo hoch runterspringen, sondern die haben das ganz starke Bedürfnis, das zu tun und sehnen sich nach der Belohnung, das endlich tun zu können. Elwood J. Blues schreibt, woher weißt du, was Mäuse wollen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr komplexe Frage. Das ganze Thema kann man sehr gut nachlesen. Ich glaube, es ist Homo Deus vom Harari. Da geht es relativ viel um diese Roboratten, werden sie genannt. Und einfach nach allem, was wir über das Gehirn wissen, ist, dass wenn du direkt ins Belohnungszentrum eingreifst, dass du nicht beeinflusst einfach, was sie tut, sondern was sie tun will. Und das kann man deswegen auch wissen, weil man beim Menschen ähnliche Experimente machen kann, wo man diese Gehirnareale eben nicht durch Elektroden, sondern durch, wie heißt das, so Magnetresonanz, durch irgendwelche Formen von Stromstimulation. Aber bei Menschen geht der Punkt es ist einfach, bei Menschen, genau. Bei Weitem nicht so gut, überhaupt. Bei Weitem nicht so gut, naja. Dankeschön. Also Martin, das wäre wichtig, dass du erklärst, wo der Unterschied ist zwischen den Reaktionen und Funktionen des Rattengehirns im Verhältnis zur Komplexität des menschlichen Gehirns. Ich bitte weil ganz herzlich darum. Die Vertreter dieser These immer sagen, es funktioniert ja beim Pavlovschen Hund. Also funktioniert es ja auch bei der Spaltung von menschlichen Persönlichkeiten. Und Jetzt sind wir ganz froh, dass jetzt plötzlich freuen wir uns, dass du da bist. Also vorher auch schon, aber jetzt hast du recht. Auftritt Moder. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Also, und es kommt darauf an, welches Tier du hernimmst. Mit Kakerlaken, die kann man super fernsteuern. Da haust du es einfach in die Fühler rein. Bei den Mäuse, du kannst ihnen simple Sachen sagen. Ja, du kannst sagen, Maus möchte jetzt eher nach links, Maus möchte jetzt eher nach rechts. Man rechtfertigt diese Versuche damit, dass man sagt, mit so einer kleinen Maus, die ist ja viel agiler, wenn die wohin will, als ein Roboter. Und wenn er jetzt ein Haus einbricht oder so, könnte ich die Mäuse mit einer kleinen Kamera da durch diese Minigänge schicken, die da viel besser durchkommt als zum Beispiel ein Roboter. Dann schaue ich, wo die Verschütteten sind und dann grabe ich die da aus. Also wir ignorieren jetzt einfach Nanorobotik komplett, damit ihr weiter was mit Mäusen machen könnt. Bitte sprechen Sie weiter. Und du kannst es gibt verschiedene Arten, mit denen du auch die Aktivität von Gehirnarealen beim Menschen beeinflussen kannst. Ich glaube, transkranielle Gleichstromstimulation oder Magnetstimulation, es gibt verschiedene Methoden. Manche gehen mit Magnetismus, manche gehen mit direkten Stromübertragungen an die Kopfoberfläche. Es geht immer nur auf den äußeren Teil des Gehirns in Wirklichkeit. Oder je nachdem, welche Methode man anwendet. Aber ohne jetzt ins Detail zu gehen, du kannst ganz grobe Dinge verändern im menschlichen Gehirn. Du kannst dafür sorgen, dass sich Leute ein bisschen besser konzentrieren können bei spezifischen Aufgaben, bei sehr spezifischen Aufgaben. Du kannst sogar Gefühle von Euphorie oder gar Verliebtheit kurzfristig hervorrufen.
Was du nicht kannst, ist ganz konkrete, detailreiche Veränderungen. Du kannst jetzt nicht sagen, sei jetzt grantig auf die Tante Helga. Du kannst nicht sagen, von alleine. Das nächste Mal, wenn du eine Maus siehst, schmeiß eine Sonnenbrille auf die Maus. Das geht alles nicht. Du kannst ganz grob, und diese Dinge funktionieren ja auch nicht präzise jetzt auf ein Neuron gerichtet oder weiß Gott was alles, du kannst ganz grob Emotionen damit beeinflussen, aber du musst dazu eine fette Haube tragen, oder zumindest mit einem fetten Magnetstab, der ausschaut wie ein Vibrator-Zauberstab, über dem Kopf herumlaufen, mit einer fetten Autobatterie dran. Du kannst nicht in das Gehirn von irgendeinem Menschen etwas oder unter das Toupet legen, dass das irgendwas beeinflussen wird. Also wie dieser Helm, von Doc Brown, in Zurück in die Zukunft. Ja. Dieses Ding. Das ist doch super, das merkt kein Mensch, da machen wir eine Perücke drüber. Ja, also nein, nicht, dass das irgendjemand als ein Indiz wertet, dass man den Mensch mit sowas in diese Richtung manipulieren kann. Das Martin, korrigiere mich, wenn ich falsch sage. Du kannst ja das Belohnungszentrum bei Menschen auch prima stimulieren. Du brauchst ja nur Opiate nehmen. Ist halt ein bisschen kritisch, weil die Leute auch abhängig werden und so. Ist halt blöd. Aber genau das haben die ja auch wieder gemacht in dem AKI-Alpha-Programm. Weil du kannst natürlich sagen, das Belohnungszentrum im Menschen, das wissen wir sehr wohl, wie du da stark beeinflussen kannst. Da wirkt Nikotin, da wirken Opiate. Deswegen nehmen wir ja Drogen. So, weil das da wirkt. Aber man müsste ja auf irgendeine Art machen, dass der Person das nicht bewusst ist. Also du kannst ja nicht sagen, und zielgerichtet. Da hau drauf auf das Bild von dem Typ und jedes Mal, wenn du drauf hast, kriegst du ein bisschen Koks. Das hat man das aber tatsächlich hat man gemacht. Also immer, hat aber das seien komplexe Konditionierungsprozesse, die nur bei Kleinstkindern zu nutzen seien. Das Problem ist halt, dass einfach keine Forschungsrichtung eben mit experimentellen Nachweisen auch nur den Hauch von Indiz dafür liefert, dass das jetzt ernsthaft so funktioniert. Also die These ist ja wirklich, dass du am Ende mit einem Schnipsen eine Persönlichkeit wie eben in der These erschaffst, die dann Killer ist und nochmal schnipst und dann kommt da ein fünfjähriges Mädchen und nochmal schnipst und da ist die Alltagspersönlichkeit. Und das ist aber hier die These, dass die Leute programmiert werden in komplexe Persönlichkeiten, die auch noch nichts voneinander wissen. Und aber das Hypnose, ist schon nicht. Aber Hypnose? Das ist leider sehr weit verbreitet, die Annahme, dass man Leute unter Hypnose dazu kriegen würde, solche Taten zu begehen. Dazu empfehle ich ein Buch, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also bitte aufschreiben. Das Buch heißt Fremdkontrolle, Ängste, Mythen, Praktiken. Kannst du mir wenigstens die Antwort, halt das Buch hoch, einfach. Kurzversion, ich habe das Buch nur als E-Book, deswegen habe ich es jetzt abgelesen. Halt also dein Computer hoch. Kontrolle, Ängste, Mythen, Praktiken von 2015 von Schätsche und Schmidt. Da wird sehr intensiv die Forschungslage zum Thema, was geht mit Hypnose, was geht nicht. Und Kurzversion, auch da kannst du nicht eine Persönlichkeit erschaffen, die plötzlich aufsteht und Mord begeht. Es gab allerdings ein paar Prozesse, in denen man versucht hat, das, sagen wir mal, als juristische Strategie durchaus zu nutzen. Die sind aber auch schon länger her. Mhm. Aber der ist gar nicht schuld, weil der ist manipuliert worden. Ist ja raffiniert. Okay, gar nicht schlecht. So wie in Der Hofnarr mit Danny Kaye. Ja, das Fächer mit dem Fächer mit dem Fächer und der Kelch mit dem Elch und der Pokal auf dem Portal. Ach, ein Traum. Ich muss es tun, ich weiß, es tut mir total leid. Ich weiß, es ist ein Zwang, aber ich muss sagen, the pallet with the poison is a vessel with the pestle. The flagon with the dragon has the brew that is true. Vielen Dank, weiter bitte. So viel schöner auf Englisch, oh Gott. Noch viel schöner. Eigentlich müssen wir mal einfach nur Filme gucken, abends. They changed it to a chalice from the palace. Oh, hör auf. Also auf jeden Fall gibt es halt einerseits die Forschung zu den Funktionsweisen der Fremdkontrolle. Deswegen ist das Buch auch wirklich klasse, weil das auch im deutschsprachigen Raum schön die Wissenschaftslage zusammenfasst. Das ist also wirklich empfehlenswert und als E-Book auch durchaus erschwinglich. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, als gäbe es da keine Forschung. Und ja, die Berichte stehen halt immer wieder im Gegensatz zu dem, was man dann mit objektiven Fakten und Forschung und Ermittlungen prüfen kann, und da drehen wir uns halt im Kreis des Problems. Kleine Korrektur auch noch, oder weil jetzt mehrfach die Rede von Prozessen und USA war, eine kleine Illusion, Tommy, die ich dich dann leider doch noch nehmen muss. Du hast ein paar Mal jetzt gesagt, dass du dich darüber wunderst, wie in diesem verrückten Amerika diese Geschichte plötzlich zum Erliegen kommen konnte. Ganz profaner Grund, das ist über Nacht in sich zusammengebrochen, als die Möglichkeit eröffnet wurde, diese Traumatherapeuten in Grund und Boden zu verklagen. Auf Millionen Schadenersatz. Und seitdem hat keiner. Das ist der Grund. Seitdem hat keiner von denen sich mehr da dran getraut. Denn das war hier im Chat, mir wiederholt die Frage, die ich unbedingt noch anbringen wollte. Vielen Dank also dafür, Bernd.
kann man solche Menschen, wenn die sowas tun, in Deutschland belangen? Jetzt sagst du wahrscheinlich nein. Also dazu gibt es tatsächlich ein Kapitel in dieser EZB-Broschüre. Ich habe das aber nicht gelesen, weil mich der juristische Aspekt, das würde ich eh nicht verstehen, das weiß ich nicht gesagt nicht. Kann man eine Therapeutin, die einem Unsinn einredet, verklagen? Man kann das, das ist aber sehr aufwendig und ist ein sehr langwieriger Prozess. Und zum Zweiten sind natürlich die Strafen in Deutschland generell in diesem Bereich auf einem ganz anderen Niveau als in den Vereinigten Staaten. Das heißt, du hast ja auch typischerweise als Therapeut auch eine Haftpflichtversicherung, eine Berufshaftpflichtversicherung. Und was alles, ja was gut so in, ist erstmal. Was also, alles richtig ist, völlig korrekt, aber natürlich ist da das amerikanische System dann wieder auch in seiner Absurdität auch wieder hilfreich, weil wenn du da einfach auf 23 Milliarden Dollar verklagt werden kannst, ich übertreibe bewusst, dann überlegst du dir das sehr wohl, ob das alles real ist oder nicht und du wirst vorsichtiger, weil das ist einfach ein Regulativ. Jetzt würde man unter Umständen aber auch wieder sagen, ja, wenn ich jetzt wieder die Seite derjenigen einnehme, das ist ja klar, damit haben sie den Mund tot gemacht, aber wir in Deutschland müssen umso lauter schreien, weil die Amerikaner dürfen es jetzt ja nicht mehr. Ja, Moment, aber es ist ja schon so, dass... würde ich jetzt mal annehmen, wenn ich als Therapeut einer solchen These nachhänge und sage, so, wenn ich jetzt aber für mit einer Sammelklage, die es ja, glaube ich, in Deutschland nicht gibt, für, was weiß ich, wie viele Millionen von drei Hanseln verklagt werden kann, da schaue ich mir doch vielleicht doch lieber nochmal ein paar Bücher mehr an, rufe ich die Lydia Benecke an oder mache einen Zoom mit ihr und die hält mir ein paar Titel hoch, weil da muss ich jetzt erstmal gucken. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ganz ehrlich, da wären wir aber, finde ich, wieder bei dem Punkt, dass wir ja schon davon ausgehen, dass jede der Person, die das vertritt, das in bestem Glauben tut, das Richtige zu tun. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass die glauben, die kämpfen gegen das Böse. Und sie sind halt auch irgendwie die Auserwählten, die die große, mächtige, dunkle Sekte bekämpfen. Das hat ja auch was sehr Selbstwertsteigerndes. Und das ist ja auch so, glaube, die Patientinnen und Patienten fühlen sich verstanden und aufgehoben. Die Therapeuten handeln im guten Glauben. Also wer soll da klagen? Vielleicht auch nochmal der Aspekt auch auf Patientenebene, diese Abhängigkeit, die du ja schon geschildert hast. Das sind ja Menschen, die ja als Patienten da hinkommen, denen ja jetzt wirklich nicht viel Gutes passiert ist im Leben. Und häufig ist es so, dass das erste Mal, wenn sie dann bei einem Therapeuten, einer Therapeutin sind, da sie jemand sitzt, der zuhört, Mitgefühl zeigt, versteht, annimmt und positiv reagiert. Und Lydia hat den Fall beschrieben, dass da auch dann hier in dem einen Buch, was du gezeigt hast, die sich verliebt haben, geheiratet haben. Das ist ein großes Problem bei Psychotherapie. Gerade bei gegengeschlechtlicher Konstellation Therapeut, Patient, Therapeutin, männlicher Patient. Auch das ist eine bekannte Phase in der Psychotherapie. Plötzlich verliebt man sich in seinen Therapeuten, weil der so verständnisvoll ist. Der erste auch Mann. So ein Wort wie Stockholm-Syndrom bei Entführungen und Co. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Fachwort? Ich weiß gar nicht, aber es ist ein bekanntes Phänomen, sagen wir mal. Und auch darauf wirst du in der Therapieausbildung vorbereitet, weil über die Phase musst du drüber wuppen. Völlig nachvollziehbar, völlig verständlich. Und das ist dann das, was Alexa sagt, da habe ich da reingegritscht. Entschuldige bitte. Warum auch die Opfer von Missbrauch generell, nochmal, reale Opfer von Missbrauch, ich sage es nochmal, damit auch am Ende der Sendung das nochmal erwähnt wird, auch eine Beziehung zu diesen Therapeuten aufbauen, weil da ist endlich mal jemand, der nett zu mir ist, der im Zweifelsfall zugetan mit mir umgeht. Und das bestärkt sich leider in die falsche Richtung. Das ist das große Problem, was wir hier haben. Das bestärkt sich leider in die falsche Richtung. Ja, ja, das ist ja auch bei uns im Blog, bei den Diskussionen unter den Artikeln, bei uns im Blog kommentieren ja nicht die Therapeuten, sondern es sind immer die Betroffenen, die sagen, wie toll sie sich da betreut und verstanden fühlen und dass ihre Therapeutin das niemals tun würde und was uns eigentlich einfällt, das alles schlecht zu machen. Ja. Ich kann das aus deren Warte verstehen. Genau. Weil sie das Gefühl haben, ihr macht denen was kaputt und ihr verhindert, dass Leuten geholfen wird. Ja. Aber ja, es ist halt tragisch. Ja. Weil ja, was ich vorhin auch meinte mit der Ambivalenz, wenn dann in diesem Narrativ gesagt wird, ja, es wurde halt umgeswitcht und da war eine komplett andere Persönlichkeit, an die du dich nicht erinnerst und die hat dann halt sozusagen den Missbrauch ertragen. Und du selber hast damit nichts zu tun, ist auch das natürlich eine gute Auflösung zu dem, was auch der Alexander vorhin ansprach, von den falschen Schuldgefühlen, die Opfer gerade bei innerfamiliärem Missbrauch haben,
weil sie ja tatsächlich nett zum Täter sind, weil sie ja vom Täter lieb gehabt werden wollen. Und diese Schuldgefühle lassen sich wahnsinnig gut auflösen mit der Erklärung, das war die andere Person. Mhm. Ja. Also es gibt so viele psychologische Stabilisierungsmechanismen für dieses Konstrukt, dass es völlig klar ist, dass sich das sehr lange stabilisiert und es auch schwer ist, dann vielleicht für die Leute wieder rauszukommen. Gibt es konkret, weil es sind schon jetzt relativ viele Menschen hier auch im Chat unterwegs, generell übrigens bei unseren Streams, was ich grundsätzlich gut finde, die auch einen Background haben, zum Beispiel im Bereich, also als Opfer will ich es nicht nennen, wie nennt man es, wie ist das Wort dafür? Also Leute, die unter etwas leiden, Entschuldigung, Opfer klingt Betroffene. Blöd. Betroffene, Dankeschön. Sorry für alle, die das jetzt falsch verstanden haben, ich bin einfach ein bisschen blöd. Genau, betroffene Menschen, Depressionen und so weiter und so fort, die sich hier sehr offen äußern. Gibt es irgendwas, was ihr an die Hand geben könnt, außer jetzt etwas, was jetzt auch ich merken würde, wenn jemand sagt, ja, da sind sie wahrscheinlich vom Teufel besessen. Also irgendetwas, ein Warnsignal oder irgend sowas, wo man feststellt, ich glaube, bei diesem Therapeuten bin ich jetzt eher schlecht aufgehoben, denn der oder die scheint auch diesen lustigen Fragebogen etwas zu ernst zu nehmen. Was ich würde nochmal auf den Artikel verweisen von der Sekteninfo NRW, wo man ja auch das Fallbeispiel lesen kann. Sagst du nochmal, wie der heißt? Genau. Zersplitterung nach Therapie von Bianca Liebrand. Zersplitterung nach Therapie von Sekteninfo NRW. Danke. Das ist, glaube ich, dann etwas, wo sich die auch praktisch nachvollziehen lässt, wie das dann geschehen kann. Ich wollte noch eine wichtige Sache sagen, weil wir immer wieder von eben der dissoziativen Identitätsstörung sprechen. Also einfach pro forma. Wir sagen nicht, dass es die nicht gäbe. Nein, die gibt es. Es ist eine Diagnose, sie ist anerkannt, bei der Menschen den Eindruck haben, mehrere Personen zu sein. Wobei das alte Wort multiple Persönlichkeitsstörung wurde ausgewechselt gegen das neue Wort dissoziative Identitätsstörung, weil im Prinzip gesagt wird, es ist nicht wirklich so, als habe die Person mehrere Persönlichkeiten, sondern ich fand die Beschreibung eines Experten ganz gut. Es ist so, als würde die Persönlichkeit fragmentiert, das, was jeder von uns aus der Normalpsychologie kennt, dass wir auf der Arbeit sicherlich etwas anders sind als auf der Party und auf der Party anders als bei unseren Eltern und bei unseren Eltern anders als bei der besten Freundin mit einem Kaffee trinken. Das ist ja normal. Und dass diese unterschiedlichen Zustände dann aber sehr viel extremer wahrgenommen werden und die Person ein Problem hat, sie in ihre Gesamtpersönlichkeit zu integrieren, woraus das Erleben entsteht, mehrere Personen aufzuweisen. Aber zur Geschichte dieser Diagnose möchte ich übrigens verweisen auf ein sehr gutes Video von der New York Times zu Sybil. Sybil war ein Bestseller, in dem diese Diagnose dargestellt wurde und aus guten Gründen ist dieses Buch sehr umstritten aus heutiger Sicht. Und wenn ihr mal Sybil und New York Times googelt, dann kommt ihr auf ein sehr aufschlussreiches Video, das so ein bisschen die Geschichte dieser Diagnose und auch den aktuellen Erkenntnisstand darlegt. Auf jeden Fall, die Diagnose gibt es, aber sie kann halt fehldiagnostiziert werden. Es gibt eine Fehleranfälligkeit, die halt bei einer guten Diagnostik möglichst ausgeschlossen werden sollte. Man geht davon aus, dass gerade als die Diagnose durch Medien sehr bekannt wurde, es eine Überdiagnostizierung gab. Also auch Fälle, die nicht betroffen waren, dann diagnostiziert wurden. Und da muss man halt sehr gut aufpassen. Und hier führt die Brücke zurück zu dem Artikel eben von der Sekteninfo NRW, wo man sehen kann, dass es halt durch fragwürdige Methoden auch suggeriert werden kann, eine solche Symptomatik aufzuweisen. Ich habe das Wort sofort wieder vergessen, als du gesagt hast, wiederhole es nochmal. Dissoziative Identitätsstörung. Alter. Das ist die Diagnose, wie sie heute genannt wird. Okay. Und das finde ich schön, eine Fragmentierung der Persönlichkeit, also eine Aufsplittung in verschiedene Wesenszüge. Aspekte, die für die Person eben nicht vereinbar sind. Und das wird in diesem New York Times Video wahnsinnig gut dargestellt, historisch. Also wer Englisch kann, bitte schaut es euch an. Also nicht so wie Bernd Harder, der immer gleich ist, sondern aufgeteilt. Der ist ja mal komplett anders, bevor wir auf Sendung gehen. Aber das sieht ja keiner. Das macht er ja sehr geschickt. Eben, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Bernd tatsächlich einen anderen. Ich habe den Eindruck, du bist für mich immer, du bist immer Bernd. Also du bist immer 100.000% authentisch, immer klar und immer, also im positivsten aller Sinne, immer, also nicht Bernd das Brot mäßig, sondern wirklich Bernd Harduit. Also immer.
Aha. Ja, das hat mir auch noch keiner gesagt. Ja, also, du bist ein Archetyp fast schon. Also man kann anhand deiner andere Leute erklären. Vor allem Arsch. Ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, sondern nein. Lass uns das später klären. Um den blöden Witz aber wegzunehmen, ich bin dabei, der Tommy. Bernd ist auch einer von den ganz authentischen Menschen, die ich kenne. Finde ich bin super. Ich bei dir. Ja, also, das ist echt großartig. Also bei dir, glaube ich, also du bist der undissoziativst fragmentierteste Mensch, den ich kenne. Total defragmentiert, um mir festzustellen. Ja, irgendwann in der defragmentiert. Zeitung steht, ja. Bis irgendwann mal die Wahrheit in der Zeitung steht, ja. Genau. Die möchte ich nicht lesen, Bernd. Die möchte ich einfach nicht. Nee, die möchten wir gerne ignoriert haben. Und selbst wenn die Lydia sie hochhält, ich würde sie nicht lesen. Alter, Franz, was jetzt schreibt der Kaspar David Niedlich hier, Arschtyp ist nicht nett. Ich habe Archetyp gesagt. Also unfassbar, so schlecht kann die Verbindung nicht sein. Also, übrigens noch eine wichtige Sache. Fällt unbedingt. Mir gerade ein, Bernd. Kannst du noch zum Abschluss was sagen über das Infoportal, Infoportal rituelle Gewalt? Ist das wieder was Schlimmes? Ja, nö. Es gibt im Internet eine angebliche Beweissammlung, auf die diese Therapeuten immer wieder verweisen. Das ist eben dieses Infoportal rituelle Gewalt. Und da findet man alle Beweise rauf und runter, hunderte von Fällen, die es gab, mit Beweisen, mit Gerichtsakten. Beweise. Genau, ja, weil, und ich hatte das mal im Blog mal. Angebliche Beweise für die Podcast-Hörer. Angebliche Beweise, und dann hat sich auf einem Blogartikel von mir, hat sich die Betreiberin tatsächlich, muss man ihr hoch anrechnen, im Blog bei der GWP gemeldet und hat ganz nett gefragt, was wir ihr denn vorzuwerfen hätten, was an diesem Portal nicht stimmt. Und dann habe ich ihr ein paar Sachen geschrieben, zum Beispiel, dass das ein völlig willkürliches Sammelsurium von allem ist, was irgendwie entfernt nach Satanismus aussieht. Da ist sogar Klingenberg drin, also dieser Exorzismusfall von 1976, auch das versteht sie unter ritueller Gewalt. Da ist der Satansmord von Sondershausen von 1993 drin, also wo selbst das Gericht, es steht im Urteil, gesagt hat, es war kein satanistischer Ritualmord, es war eine unglücklich eskalierte Situation zwischen drei narzisstischen Jugendlichen und einem Außenseiter und so weiter und so fort. Also ich habe dann detailliert aufgelistet, dass das alles völlig willkürliche Einzelfälle sind, die überhaupt nichts mit organisiertem Satanismus zu tun haben. Und sie hat dann sich sehr nett verabschiedet, sie würde das mal überarbeiten, aber seitdem habe ich nicht mehr reingeschaut, ob sie das getan hat. Das wäre mal interessanter. Wobei ich mich jetzt gerade frage, Bernd, bei dem, was du erzählt hast, ist, wenn nicht ein Exorzismus der Inbegriff von ritueller Gewalt ist, was denn dann? Ja. Oder? Ja. Ist das nicht einfach irgendwie ein Paradebeispiel? Aber gut, das würde jetzt wahrscheinlich. Ja, aber du hast absolut recht. Das Problem ist die Unschärfe des Begriffs. Da sind wir wieder bei der völligen Willkür, was da zugerechnet wird. Und dann stellt sich uns auch immer die Frage, welche Funktion hat ein Begriff, der so unscharf ist? Ja. Reden wir jetzt von Exorzismus? Nee, von ritueller Gewalt. Ah, vielen Dank. Weil Exorzismus, würde ich sagen, da haben wir alle wahrscheinlich. Also, die Austreibung des. Ja. Deshalb sage ich ja immer, wir brauchen diesen Begriff rituelle Gewalt gar nicht. Alles, was da erzählt wird, das sind ja ganz konkrete Straftatbestände. Das ist sexueller Missbrauch, das ist Kindesmisshandlung, das ist Kannibalismus. Dafür gibt es ja Gesetze und Einordnungen. Und die benutzen diesen Begriff rituelle Gewalt aus meinem Eindruck nach nur, um dem Ganzen so einen völlig mysteriösen, überhöhten Anspruch zu geben. Ja. Aber eigentlich aus kriminalpolizeilicher Sicht braucht man diesen Begriff überhaupt nicht. Ja. Lydia, du bekommst ja nach einer angemessenen Zeit, die Twitch-freundlich ist, dieses Video wieder zum optionalen Gebrauch auf deinem Kanal. Es wurde jetzt mehrfach darum gebeten, dass du vielleicht dann eventuell vielleicht eine Linkliste zu diesen Büchern machen würdest. Aber sehr gerne. Es gibt eine Linkliste, da kann man einen Monat Urlaub mit verbringen. Das ist kein Witz, aber ich würde es empfehlen, weil ich auch immer darauf verweise, wie komplex das Thema ist. Und wenn man sich das wirklich in Ruhe alles durchliest, dann versteht man wirklich, wo die Knackpunkte sind, warum wir halt sagen, die Faktenlage spricht gegen dieses Konstrukt dieser großen Organisation, die halt nie irgendwo aufzudecken ist. Also pack das bitte unter das Video in die Info, wenn du das postest. Also wir werden das alles auf Twitter und so weiter teilen, und ich bin mir sicher, der Bernd wird dafür sorgen, dass die Kupp das dann auch irgendwie teilt. Ich habe es einmal pro Stream, muss ich sagen. Dass diese Linkliste also für euch zugänglich wird. Und so wie ich Lydia kenne und so lieb wie sie ist, schickt sie uns die auch, und dann ist die auch unter der Podcast-Folge zu finden. Aber sowas von, Dann habt ihr es also an allen Stellen auffindbar.
Das wollte ich nur noch kurz angemerkt haben. Meine Fresse, das waren 2 Stunden, 8 Minuten und 33 beziehungsweise 4 oder 35 Sekunden gar. So geballter Wahnsinn wieder. Also es war nicht so verrückt, wie es schon mal war, aber es war auf eine andere Art, ehrlich gesagt. Bei den QAnon-Geschichten und so weiter, da kommt einem ja doch ab und zu das fassungslose Lachen aus. Aber da ist trotzdem aber eine Verbindung ja wieder da. Ja, klar. Also QAnon, wenn du jetzt das wieder in den Kontext zu dem, was wir heute gesprochen haben, dann ist es alles die gleiche Soße leider. Klar, aber ich muss wirklich sagen, also diesmal, so sehr ich mich ja als Humortrüffelschwein bezeichnen möchte, diesmal ist mir nicht viel eingefallen, muss ich sagen. Das ist einfach sowas von geil unlustig, dass alles zu spät ist. Um Gottes Willen. Und jetzt abschließend noch die Frage, wie viele Hanseln sind denn das, die dieses Ding immer weiter spinnen, diese Spin-Doctors hier in Deutschland? Sind das so 5, 6 Leute, die da immer wieder beteiligt sind? Das wüssten wir auch gerne, aber ein Indiz ist halt, es gibt seit einigen Jahren diese Tagung vom Bistum Münster übrigens, also ausgerichtet, auch wieder eine interessante Verbindung zu christlichen Ansichten. Und die scheint, da hat Andreas Hahn auch was drüber geschrieben, also ihr könnt gerne googeln, Andreas Hahn, ritueller Missbrauch, da hat er auch einen Tagungsbericht, er war dort Teilnehmer, beschrieben, er ist evangelischer Pfarrer übrigens. Ja. Auf jeden Fall sagen diejenigen, die dort regelmäßig hingehen, dass doch die Teilnehmerzahl sehr deutlich wächst. Und wächst, das ist genau, es wird schlimmer, das, was, sozusagen. Ja, und das erklärt vielleicht auch, warum eben bereits die Bundesregierung über den Betroffenenrat und den unabhängigen Beauftragten bereits da sehr tief drin ist. Und auch hier finde ich ein Problem, dass man ja wirklich begrenzte Ressourcen hat für die Prävention von Missbrauch. Ja. Und es auch hier uns fragwürdig erscheint, Ressourcen für ein solches Konstrukt aufzuwenden, wo es doch sehr wichtig ist, eben in gesicherten Gebieten Prävention zu betreiben und auch Gelder zu investieren. Und Also ihr bekommt... Für uns gilt natürlich dasselbe. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun, als uns noch darum zu kümmern. Natürlich, genau. Dafür kriegt ihr aber Dinge wie virtuellen Applaus. Also hier läuft jetzt im Chat seit gefühlten 2 Minuten einfach nur noch Clap, 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 Clap. Große Begeisterung, vielen Dank und so weiter. Also das ist halt das, was man... Was gab's man dann einen Hype-Train oder wie hieß das? Der Hype-Train, der ist ja, wenn subscribed, wenn getwittert, wenn Twitch abonniert wird und so weiter und so fort. Ja, ich auch noch nicht wirklich gut. Simply Steffen zum Beispiel, der auch den Kanal ja hier mitbetreibt, der kann mir das vielleicht nochmal irgendwann richtig erklären, was genau das eigentlich ist. Der Hype-Train war schon, der war heute schon 2, 3 Mal. Okay. Ich möchte wieder darauf hinweisen, dass ihr, nicht ihr im Zoom, sondern ihr da draußen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Damit tut ihr uns einen ganz großen Gefallen. Sorgt dafür, dass wir das weiter durchziehen können, diesen Wahnsinn. Und bitte, wenn ihr Amazon Prime-Kunden seid, ich bin immer Optimus Prime-Kunde, aber das ist Quatsch, seid, dann googelt euch mal ein bisschen zu Prime mit Twitch kombinieren, dann könnt ihr nämlich diesen Kanal unterstützen, es kostet euch keinen Cent. Außerdem werdet ihr diese Folge bei der Lydia auf ihrem YouTube-Kanal finden, der, wie heißt Lydia? So, ich glaube, Lydia Benecke Psychology. Verrückt. Ja. Außerdem werdet ihr das Ding in Hörform noch verbreiten können, wenn ihr das wollt. Und zwar, indem ihr geht auf Voxilla.com. Genau. Und was ihr aber auch machen könnt, ist einfach, wenn ihr auf der Straße mal den Martin Moder trefft, ihn einfach fragen, der erzählt es euch nochmal, weil der hat heute gut zugehört. Das fand ich jetzt ganz lustig. Ja, gut, okay. Also, vielen, vielen Dank mal wieder für diese Gehirndruckbetankung zu diesem völlig wahnsinnigen Thema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das noch toppen können. Aber wir haben ja noch ein paar Ideen für nächste Streams. Also, noch gehen uns die Themen nicht aus. Wir werden zum Beispiel demnächst, wissen wir das Datum schon, Alexander, 30.06. über Aberglaube sprechen werden. Da haben wir dann den Butler hier zu Gast. Der heißt wie im Original? Mirko Gutjahr. Genau. Aber ich glaube, den kennen alle nur als den Butler. Und es sieht im Moment so aus, verdichtet sich, dass auch Professor Rudolf Simek, der international anerkannteste Fachmann für nordische Mythologie und Verfasser des Lexikons der germanischen Mythologie, uns für diesen Aberglaube-Stream zur Verfügung steht. Was mich auch sehr, sehr freut. Da wäre natürlich auch gut, dass, wenn der Martin dabei wäre, der könnte übersetzen, weil der Professor Simek, der spricht ein relativ breites Idiom. Und Bernd Hader hat ein Buch über Aberglauben geschrieben, das verschweigt er immer, der Schlinge. Ja, ja. Echt? Das ist ja krass.
Ja, mein Gott, das war 1999. Ich weiß doch selber nicht mehr, was da drin steht. Ich war jung und brauchte das Geld. Jung und wollte ein Buch, ja, genau. Also, vielen Dank. Vielen Dank an da draußen. Ja, das war der nette Prof, der mit mir bei der BuCon war, richtig. Vielen Dank. Das war alles sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und zur Belohnung für alle, die jetzt so lange hier durchgehalten haben, gibt es jetzt noch einen völlig psychopathischen Ohrwurm für euch, nämlich das Titellied von der wunderbaren Hörspielserie über Rufus T. Feuerflieg. Und es passt deswegen, weil er nämlich ein Anwalt ist für paranormale Fälle. Hier auch Bernd dir ganz besonders ans Herz gelegt. Das ist genau dein Ding. Ich drücke da jetzt mal drauf und hoffe, es kommt. Anwaltskanzlei T. Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg steht auf dem Schild an der Tür dran, denn hieße ich Rufus T. Schmidt. Wer das Schild zu lang